So, da sind wir online. Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem Mittwoch-Stream. Jeden Mittwoch 20 Uhr, jeden Freitag 20 Uhr und sonntags irgendwie immer mal wieder nachmittags bis abends. Zusammen mit Nubia und Kitty. Und nicht vergessen, ne, Nubia im Doppelstream, twitch.tv/NubiaSynet. Oder Ausrufezeichen Nubia im Chat. So, ich würde sagen, wir spielen heute erstmal World of Tanks, später vielleicht noch World of Warships. Ich muss nochmal gucken, ob ich da noch ein bisschen was sagen darf. Aber ist egal. Wenn wir dann sehen, machen wir später. Womit wollen wir anfangen? Okay. Ich soll erstmal begrüßen wir alle neuen Follower. Wir haben zum Beispiel den Hoppe 1807, wir haben Bori Ironhelm, dann haben wir Stillers Show streamed, hallo erstmal, ich bin's, und Gimitik sowie ZF027, Say Cheesy, Kettenboy, Harley 1906 und Terminator 13 Pro. Nur ich werde gehört. Moment, warte, da habe ich hier einen Fehler drin wahrscheinlich. Ist ja lustig. Eigentlich müsstet ihr... Hä? Guten Morgen, Dave. Okay, jetzt habe ich es. So, jetzt hört ihr. Das ist noch von der Aufnahme. Erkläre ich gleich. Und zwar liegt es daran, erstmal nochmal hallo an die beiden. Nubia und Kitty sind auch hier. Huhu. wenn ich mit OBS aufnehme, manchmal mache ich das, dann brauche ich zwei Tonspuren. Einmal meine und einmal die vom Desktop-Audio, wie auch immer, damit man das schön dann hinterher bearbeiten kann. Im Stream geht das nicht, der hat keine zwei Tonspuren. Weshalb, wenn ich hier nicht alles auf eine Tonspur lege, dann hört ihr da draußen teilweise gar nichts. Also, tut mir leid, war mein Fehl. Das muss ich jedes Mal umstellen. Das kann man leider nicht abspeichern. So. Kannst du mal bitte ein Video machen, in dem du die Grafikeinstellungen zeigen kannst? Ich habe einfach alles hochgedreht, fertig. So, was ist mit dem WGL-Stream? Was soll mit dem sein? Der war Sonntag. Der ist auch schon auf YouTube. So. Also, Nubia, Kitty und Mu heute unterwegs. Kitty sucht dir mal einen Panzer aus. Und mein Chat sagt dann, was er dann sehen will. Bitte kein Tock, ne? Tock und Lights fahre ich heute nicht. So, wir haben aber auch ganz viele neue Subscriber. Zuallererst mal, oh, neue Follower. Wo waren wir? Da bei Terminator, ne? Viktor Lustig hat gerade subscribed. Vielen, 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 vielen Dank, lieber Viktor Lustig. Herzlich willkommen nachher, der dreifache Zip-Bip-Move für Viktor. Dankeschön. Aber wir haben auch neue Follower. Lolliganoop und Viktor Lustig. Ja, kam rein und hat sofort gesubscribed. Das ist echt nett. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ihr wollt hier 6 fahren, finde ich gut. Mal gucken, was wir da so Schönes haben. Den Rest lese ich gleich vor. Ganz cool. So, ich glaube, den ersten, den wähle ich kurz aus, weil der T150 braucht ein bisschen Erfahrung. Obwohl, warte mal, ich mache hier mal so Crew Experience und Quatsch an, ne? Wo geht das? Hier oben, ne? Da, ja. Crew XP, 300%, das ist okay. Dann, normale XP, brauche ich das? Noch nicht. Gut, dann legen wir mal los. Twitch.tv/NubiaSynet, schaut mal vorbei, lasst ein Follow da, es lohnt sich. Sie streamt nämlich auch alleine. Nubia, wie geht's dir? Okay, jetzt wo du kurz ruhig bist, sag ich mal hallo an Hallo Hawk und die ganzen anderen. Hallo, Foley, Anti-Leggings kannst du dir sonst wohin stecken, das ist mir voll egal. Und Flighty und der Froschzock sind die besten Follower, hallo. Fahren wir mal nach links, oder? Wir sind Load hier. Yay! Ja, schon mit Ansage haben wir das letzte Mal bei mir gemacht. Ich glaube nicht, dass wir das gleich nochmal machen müssen. So, neueste Follower. Bone15 und DDoS King. Außerdem haben wir Froggem1. So, und Subs haben wir natürlich auch ein paar. Und wir wurden vorhin gehostet von DJ Phil90. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal für den Host. Wo fahren wir jetzt nochmal hin? Nach links. So, neueste Follower. Wirklich? Ja. Weil ich habe keine Lust, mich mit T34 Halldown und ihr 6 anzulegen. Und Ferdi und Iso. Eigentlich können wir auch hinten bleiben, also ist völlig wurscht, ne? Wir sind hier Load hier, wir sind hier absolut sinnlos in diesem Battle. Mal wieder.
Aber gut, müssen wir durch. Und neuester Zauber war heute Kitty. Kitty hat heute das 17. Mal subscribed. Vielen, vielen Dank, liebe Kitty. Immer wieder gerne. Dreifache Zippelpunkte auf Kitty, aber auch Brain war dabei, das 6. Mal, Torbi das 17. Mal, hallo erstmal, ich bin's, hat komplett neu subscribed, herzlich willkommen in der Herde. Dann der liebe Starlord 1986 hat ebenfalls komplett neu subscribed, Starlord auch an dich, vielen vielen Dank, herzlich willkommen. Und dann haben wir Oasmodaio, Hallihallöchen und herzlich willkommen auch an dich, dreifache Zippelpunkte und alle Subscriber, Dankeschön für den Support. Und Bellrock85 hat nochmal eine Kuh hinterhergeschoben. Vielen, vielen lieben Dank auch an dich, dass du bei uns bleibst. Dreifache Zippelpunkte. Bellrock, Dankeschön. So, jetzt habe ich hier so lange rumgeklickt, dass nichts mehr funktioniert. Aber jetzt kommen neue Follower. Dankeschön. So, guck mal. Das Geschehen rollt an uns vorbei. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, dann würde ich sagen, snipern wir und supporten wir von hinten, oder? Das funktioniert immer ganz gut. Oder auch nicht. Ist ja wurscht. Ja. Kommt wer an den IKV da ran oder an den Rudi? Der Rudi steht sehr, sehr günstig. Ich glaube, den haben wir getroffen. Oh, irgendjemand beschießt von euch die ISO. Boah, das ist durch. Ja, dann werden wir wohl gleich mal zurückfahren. Na, müssen wir uns doch mit dem IS-6 anlegen. Werde ich Gold laden müssen, weil sonst kommen wir nicht durch. So, neueste Follower sind Tiny227, Superheld35, Kommando75, Julian Spike und Raumhydra1. Maxim, so ein Kommentar kannst du dir bitte verkneifen. Das finde ich nicht lustig. Ja, hört auf, gemein zu sein. Ne? Gemein sein auf Twitch ist böse. Gemeinsam im Leben ist böse. Gemeinsam auf YouTube ist böse. Also, nicht gemein sein, wollen wir nicht. Braucht keiner. Also, ich habe schon eins von meinen 7 Leben aufgebracht. Hatten Katzen nicht 9 Leben? Die amerikanische Version hat 9 Leben, die europäische 7. Ah, okay. Tanzku. Die ISO ist immer in Ketten hängen geblieben. Der Nairolf, 1799 gerade das zweite Mal subscribed. Nairolf, vielen, vielen lieben Dank und herzlich willkommen zurück. Dreifaches Hippie-Mu, Dankeschön. Auch jetzt gehen die da links alle drüber über uns, kommen sind wieder weg. Nicht gut. So, der EKV steht nicht im Cap. Es ist der IS, okay. Und da ist der IS-6. Wir laden die magische 2. Oh, IS wurde wieder resettet. Wir werden weiter erstmal auf den IS schießen. Das ist der einfachere von beiden. Oh Gott, das Kitty ist tot. Das war's mit deinen 7 Leben. Da findet ein anderes Match. ja, so ein Russe nimmt einfach mal 6 Leben gleichzeitig, ne? Aber Gold hat ganz gut funktioniert. So, jetzt haben wir zwei neue Follower. Einmal der Sherkord und einmal der KDK Fai. Huh. Und da haben wir ein T34. Oh je, Mini. Nein, du siehst mich. Ah. Silberfuchs, das ist aber kein fester Tag am Montag. Das war jetzt den letzten Montag und die Woche davor. Also die vorletzte Woche davor. War das nur der Fall, weil am Sonntag ausgefallen ist. Genau. Wir müssen ein paar Streams nachholen. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Das wird aber noch besser. Und dann werden wir auch mal Ghost Weekend spielen, habe ich richtig Bock drauf. Ich mag das Spiel wirklich. Im Koop zumindest. Und da freue ich mich wirklich wieder mit Nubia und Kitty durch die Welt zu ziehen. Ja, aber ihm ging es ja jetzt spezifisch um Einzelstreams. Ja, immer wenn du Lust und Zeit hast, ne? Gehst du drauf? Gleich. Hab auch Reload.
So, haben wir ein Stück Ferdinand. Ja, wie Kommt's hier gemein, ein? wenn es passt, können wir das machen. Nein, daneben. Mein Kill, mein Kill, mein Kill. Nein, nicht mein Kill. Und da kommt noch ein T28. Ach du Jemine. Oh, wieso fliegen denn meine Granaten gerade alle nach unten? Oh, jetzt dreht er sich zu mir. Da komme ich doch nie durch. Keine Chance, komme ich nicht durch. Wenigstens sieht er mich nicht. Ah, jetzt dreht er sich wieder. Komm, 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 komm. Ja, der ist gleich hin. Aber das ist irgendwo noch ein ISO, ne? Ja, die kann uns one-shotten. Dann bringen wir uns mal näher ran. So, neueste Follower sind Prickendieb 23, ASD mit vielen Zahlen, Panzerfaust 0501, Kenny 2544, D-Charger SRT8 und TFL 1964. Heute haben wir es aber wirklich mit Buchstaben, ne? Leute, macht euch im Chat jetzt nicht selber irgendwie das Leben schwerer, als es sein muss. Das muss echt nicht sein. Bei mir sind es Tankwart, Dead Pilot und Bone 15. Was haben sie denn gemacht? Ach, diese Kleinigkeiten mit sich selber berichtigen, wie man sowas richtig schreibt und so weiter und so fort. Ach, in Zeiten von Tablets und Handys, da vertippe ich mich so verdammt oft, das ist unglaublich. So, ey, das war mein Ace-Taker mit dem. Sehr gut. Haben sogar Plus gemacht. Okay. So. Nubia, hast du noch einen Panzer, den du leveln magst? Wie, hast du noch einen Panzer, den du noch leveln machst? Das war der erste heute. Wie findest du die S4 Mu? Meinst du den Clan? Da kenne ich keinen. Kaum einen. Wie kann man mobile subscriben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Hast du das einen geht hier Befehl gar nicht. dazu? Ich habe einen Befehl dazu. Ausrufezeichen subscribe. Kann ja mal einer eintippen? Ich glaube, mit einem Link sollte das nämlich klappen. Ja, mit dem Link müsste das gehen. Ja, da ist es. Danke, Kitty. Weil mobile ist ja noch ein bisschen hinterher, ne, Twitch? So, STA willst du fahren? Dann nehmen wir nochmal die komische Lorraine. Ne? Die kommt ja demnächst raus. Ab heute darf ich sie zeigen. Und ich bin nicht sonderlich gut auf dem Ding, muss ich gleich sagen. Der liegt mir jetzt nicht so und meiner Spielweise. Ach, IS-4. IS-4 finde ich super. Das ist ein sehr schöner Random Panzer. Wird im Clan War eher selten eingesetzt, nur ab und zu bei bestimmten Taktiken und Karten. Oder halt in irgendwelchen anderen Sachen, Bollwerken und so weiter. Aber im normalen Spiel macht er unheimlich viel Spaß, weil er viel verzeiht. Oh. Tentakel wird irgendwann auch noch durch eine gelbe Kuh ersetzt. Also, mal gucken. Der liebe Starlord 1986 hat gerade 5 € gespendet. Starlord, vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Schreibt aber leider nichts dazu. Das ist eine gute Frage. Speedy, wenn ich den Twitch-Partnerschaft habe, ich habe keine Ahnung. Das dauert bei Eigentlich Twitch jetzt mal ein nicht bisschen mehr. länger. Ich glaube, als ich mich das erste Mal beworben habe, wurde ich ja direkt abgelehnt, ne? Warum auch immer. War halt wahrscheinlich noch zu klein. Ja. Und das zweite Mal hat es dann, glaube ich, 4, 5 Wochen gedauert. Und da war Twitch noch nicht so, wie es jetzt ist. Jetzt wartet man ein bisschen länger. Das nervt ein bisschen. Naja, nicht jeder. Kommt vielleicht auch immer darauf an, was die für Events haben, wie die Leute da gerade Zeit haben oder ob sie überhaupt arbeiten. Ist ja alles teilweise Freiwilligenbasis. So, ich halte mich hier schön defensiv, Das ne? erste Mal hast du doch Post von Franzosen bekommen. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Stimmt, irgendwas war da.
Mist, hab einen Schuss vermasselt. So, wir haben neue Follower, neue Subscriber, so rum. Der Rokulus hat das vierte Mal subscribed. Rokulus, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und der Duckermann hat gerade eben das erste Mal subscribed. Herzlich willkommen, Herr der Duckermann. Dankeschön an euch beide. Danke. Dreifaches Epic Move. Nein! Jetzt kommt der raus und ich bin noch im Reload. Ah, ich sag ja, ich hab's nicht so mit dem Panzer. Das passiert relativ häufig. Dass ich mich verkalkuliere. Aber ich wollte jetzt halt nicht mit zwei Schüssen hier rumsitzen. Falls hier irgendwas rumpusht. Apropos Push, da kommt ein Tiger 2 bei mir. Oh, und den können wir gleich in die Seite geben. Na! Ah! Polly hat 5 Euro gespendet und hat geschrieben: Sub-Ersatz, es geht wieder los. Twitch, bitte melde dich, du blöde Kuh. Ich danke dir, Polly. Rotnock, nein, Mu ist schon immer der Tasi. Yep. Das ist so ein Name, der geht nicht weg, ne? Den hat kein anderer. Deswegen habe ich den immer überall für Spiele benutzt. Konnte ja keiner an, dass ich eine YouTube-Karriere irgendwie zusammenzimmere. Und jetzt hat er abgewandelt von meinem damaligen Radionamen. Oh, neueste Follower. Ja? Hashtag nur den Arti-Magnet zurückwerf. Ja, ich habe ja gesagt, ich bleib defensiv, ne? Jetzt kann ich ein bisschen offensiver gehen, aber es ist ein bisschen spät. Aber mich hat nur die Arti getroffen. Hashtag auch nur den Arti-Magnet zurückwerf. Ja, euch haben die echt heute lieb. Wie findest du das neue VOT-Update wegen den Artis? Also, ich, von dem, was ich jetzt gesehen habe und von dem, was ich gehört habe, bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich eine Balance-Aktion wird. Ich glaube nicht, dass sich Wargaming damit einen Gefallen getan hat. Aber wir müssen abwarten, was passiert. Wir sehen jetzt nur das, was vom Testserver ist. Und der Testserver hat immer mehrere Phasen. Da wird bestimmt nochmal dran was gearbeitet. Da testen die sich bestimmt nochmal rum. Ich bin gespannt. Also ich als Artifahrer denke ich, wird es ganz lustig, für alle anderen vielleicht eher nicht so. Oh, ich freue mich drauf. Endlich mal was Neues. Und Pixelkiller und General VOT haben gefallen. Hallo. So. Ja, wir haben auch ganz viele neue Follower. Wir haben Mia San Mia 1995. Wir haben Jeetfire 12. Dedos Kings Bruder. Black Hunter WOTB. Sashi for Life 99. Rukulus. Ach nee, den hatten wir schon. Das war der Subscriber. Dann LOL die Herde. Dr. Freak. Psycho Twister. Richie mit vielen Zahlen. Fabisol. Und Shumi 0312. Hallihallöchen. So. Und ich lebe noch. Hätte ich nicht gedacht. Also normalerweise sterbe ich mit dem Ding hier zuerst. Weil den muss man doch ganz schön defensiv spielen. Aber gut, es war keine Schlauchmap. Hatte ich nochmal Glück. Ja, kann ich machen, Sweeter. Speedy, das ist ein kommender neuer Premium. Genau. Die Lorraine. Siehe Video heute. Ab heute darf ich ja drüber reden. Und viel gibt's nicht zu sagen. Das ist halt die Lorraine, wie wir sie kennen. Die gab's früher schon. Aber auf die 9. Mhm. Davor war sie Tier 8. Welche amerikanische Reihe ich empfehle? Die TDs und die Heavies. Ich finde die Mediums auch ganz lustig, wobei der Patton dann zum Schluss ein bisschen komisch wird. Das ist halt wieder so ein Support-Ding, ne? Aktualisiere Fahrzeug. Ja, mach mal. Los, mach mal. Komm. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt.
Bogi hat gerade subscribed. Bogi, vielen, vielen Dank. Dreifaches Hip-Hip-Move. Bogi, herzlich willkommen in der Herde. Dankeschön. So, gibt es da Stream-Spiele? Nein. Das kommt demnächst wieder. Ich starte mal kurz WoT neu. Das ist ja mega kreativ, Kenny. Der das nicht wirklich beendet, sondern im Hintergrund weiterlaufen lässt. Seit ich die Mods aktualisiert habe, kommt das bei mir nicht mehr vor. Ich aktualisiere die auch ständig und trotzdem, mal passiert's, mal nicht. Das ist ganz seltsam. Was? Den Benutzernamen kann man für Gold auf der Webseite ändern, weil Mu meinte, geht nicht. Was? Natürlich geht das. Das weiß Mu auch. Welche Nationen haben die besten Altis? Also ich würde sagen, die Franzosen und die Deutschen. Ich habe aber auch nur die Franzosen, die Deutschen und die Amis gespielt, aber ich bin kein Fan der Amis. Aber genau, wie Foley sagt, bevor man jetzt urteilt, was die beste Arti ist, sollten wir vielleicht das Update abwarten und schauen dann, wie die Artis dann sind. Nein, mein PC gibt nicht den Geist auf. Alles gut. Was ist denn dein Lieblingstier 9er, Mo? Tier 9er? Eigentlich hätte ich früher gesagt der E75, aber der funktioniert in letzter Zeit so überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung. Bei mir ist der 50. Ja, der ist auch nicht schlecht. Hast du den Typ 5 schwer? Wenn ja, kannst du ihn mal fahren? Nein, habe ich noch nicht. So, ihr wollt hier 8 fahren. Finde ich gut. Komme ich mit. Was nehmen wir da? Kein angepasstes Matchmaking, dann fahre ich das gute große Stück hier. Kenny fragt, was wird in dem Update groß geändert? Also erstmal 9er und 10er Lights. Deshalb werden auch ein paar Bäume, glaube ich, umgestellt. Genau. Also alle Achterlights, die wir jetzt kennen, kommen dann auf die neuen wieder. Die Artis werden komplett überarbeitet. Und die Med und Repair Packs, so wie du sie hier siehst, wird es dann so in der Form auch nicht mehr geben, sondern eher Damage Repair, also so Control Systems wie in WoWs, die dann sich wieder neu aufladen. Was dann auch ganz praktisch ist, weil da die Artis hier dann mit Stun-Mechanik kommen, wirst du das wahrscheinlich auch brauchen. Oh, ich würde wieder auf die magische 2 wechseln müssen gegen STI und E75. Weil wenn die Halldown stehen, haben wir keine Chance. Fahrt ihr hoch? Achso, Kitty fährst du hoch auf dem Hügel? Ich fahr hoch, ja. Weil ich werde da nicht hochkommen. Das dauert zu lange. Tanzku, Kommando 75 hat gerade subscribed das erste Mal. Herzlich willkommen in der Herde, Kommando. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dreifaches Bimbo. Und neuester Follower ist Schumi 0312, Fabi Soll und Blabo 242. Huh. Ich glaube, ich habe jetzt jemanden doppelt genannt, aber ist egal. So, Movie, findest du die Maus? Ach, kommt auf die Karte an. Wenn die eine gute Karte kriegt, macht die unheimlich viel Spaß. Also, das war ja der Buff, den ich ja schon seit Anbeginn der Zeit gefordert habe. Und jetzt ist er ja endlich da. Und es macht genau das, was es machen soll. Die Maus macht wieder Spaß. Und zwar richtig. Kylo, danke fürs Hosten. Na, der STI kommt hier durch mit jedem Schuss. Aber hör auf, vor meiner Nase rumzugammeln, ne? Das mag ich gar nicht. So, haben wir einen T-44 da oben? Der müsste ja eigentlich gleich drauf gehen, ja. Das heißt, wir haben den ganzen großen Quatsch hier nur vor uns, ne? Also ihr habt da oben freie Wahl, könnt den dann ins Heck schießen. Ich habe hier noch gar keinen Schaden gemacht und jetzt kommen sie hier mit HIE. Okay, interessant. Ich schleiche mich voran. Ja, tu das. So, T-34, halt mal still.
Will hier oben durch den Deckel schießen. Oh, der war sogar nicht mal schlecht, 461. Und dem ist jetzt nicht mehr viel übrig. Dann müssen wir aber auch mit AP weiterkommen. Ja, das kannst du eine Weile machen, lieber Prott. Da habe ich kein Problem mit. Die ist das Problem. Der ist ein ernsthaftes Problem, der kommt nämlich durch. So, kleiner Prott. Du willst da bestimmt gleich wieder vorkommen. Jo. So, jetzt habe ich hier nur noch einen 9er und einen 8er vor mir. Oh, shit. Oh, oh. Du hast einen Tiger vor deiner Nase. Ach, guck mal an, wir haben noch einen Jagdtiger. Wo kommt der denn her? Ist ja geil. Sehr gut. VK, sehr gut. Die Wand brauchen wir nicht. Ach, Mist. Turm zu weit gerät. Okay, ich muss weg. Ja. Wenn du dich da hinten irgendwo ranstellst, müsstest du da reinschießen können hier, ne? Auf STI und so. Geht das da irgendwo? Erstmal will ich gerade überleben. Ja, gut, ist ja nebensächlich. Was meinst du mit wo ranstellen? Na, wenn du jetzt da irgendwo stehst bei der Kirche, müsstest du da hinten auf den T28 Potten. Ich kann nicht an der Kirche stehen bleiben. Hier kommt ein Skorpion und ein Tiger rum. Dann ziehe ich mich hier mal zurück. Na, auf einen STI habe ich auch keine Lust mehr. Das macht keinen Spaß. Dann drehen wir uns mal den Skorpion. Na toll, jetzt ist unser Jagdtiger weg. Jetzt dürfte ich eigentlich nicht wegfahren, aber na, ist egal. Ist die Maus wieder spielbar? Oh, kommt auf die Karte an. Aber ja, wenn die Karte gut ist, dann macht die Maus wieder unheimlich viel Spaß. Ich mochte sie ja vorher schon, hab bloß meistens die falschen Karten gekriegt. Also, sowas wie Malinowka mag die Maus überhaupt nicht. Lad mal, ich hab da so eine Ahnung. Achso, brauche ich gar nicht. Guck mal, hat ja nur noch. Was egal. Ganz gut. Oh, oh. IS-3 ist auch noch da. Hi. Soll ich zurückkommen? Nein. Du musst aufpassen, dass du von der Tortoise oder dem SDI nicht gefrittet wirst, ne? Das sind echt extrem gefährliche Gegner noch. Freust dich auf den neuen Matchmaker. Aber sowas von, ne? Das wurde so dermaßen Zeit. Das wird der beste Matchmaker ever. Also zumindest bis zu plus 1 einführen. Wobei plus 1 ist, glaube ich, auch nicht ganz so lustig. Ne, wenn man dann mal in der Maus sitzt, dann will man auch mal auf Tier 8er schießen können. Nein! VK, wie kann man denn da daneben schießen? Oh. Ach, verdammt. Ich habe die Artillerie vergessen. Puh. Knappes Ding. Wie kannst du nur die Artillerie vergessen? Weil sie noch nicht einmal auf mich geschossen hat. Da grenze ich das so schon mal gerne aus. Oh, Kitty wird vom T-54 und SDI belagert. Das wird übel. Was macht denn der Stritzwagen? Steht oben rum und zielt auf den MT-25. Ich habe keine Ahnung. Also, was ist das für ein MT? Silberfuchs, meinst du mit Mod den, die Special Arty Ansicht? Weil das ist aktuell noch ein Mod, soll aber mit dem nächsten Update ins Spiel kommen. Genau. Zum nächsten Update sagen wir gleich nochmal was. Und der liebe Ovali 1955 hat gerade 10 Euro gespendet. Für die Herde schreibt er. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Ovali. Dankeschön. Kann man den Account vom Konsole auf dem PC übertragen? Nein. Nee. So, neueste Follower. Gura, Objekt Kordel 403, Valovan, Chrissy mit vielen Zahlen. LTB schießt doch nicht. Chrissy mit vielen Zahlen. Und wenn ich jetzt aber zu weit nach rechts fahre, kriege ich glaube ich von der Art. Dann ist das STI, ne? Ja, hab's gerade gesehen. Ich habe aber ein größeres Problem. Nennt sich Tortoise. Ja, keine Chance. Die Neuner haben halt überlebt, das ist blöd. Und unser Stritzwagen, unser Neuner, steht halt oben rum. Ja, 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 ja. Mist. Ja, so ein STI auf so einer Karte ist halt echt ein Monster, ne? Na egal. So, wen haben wir noch? Wir haben Valovan, wir haben Chrissy, wir haben Yellow.
X3, dann haben wir Luis WOT02 und Faultier 1989 hat subscribed, das vierte Mal in Folge. Faultier, vielen, vielen Dank. Dreifache Sippe nur Faultier, Dankeschön. Nee, Homie, habe ich nicht gemacht. Hm? Hat gefragt, ob ich schon fleißig Ruhe gespielt habe, um den PTA noch zu kriegen, bevor sie das umstellen. Ich schätze mal, ich werde wohl Indien Panzer fahren müssen. Ja. Naja, aber wenigstens habe ich dann 9er Leid. Super. Der Deutsche ist aber auch nicht ganz so dolle, glaube ich. Ich glaube, der Russe ist mal eher die Kanone. Der Deutsche soll sich am ehesten wie Medium spielen. Mhm. Aber der Russe ist halt wieder der OP-Leid schlechthin. Ne? Das ist wieder typisch. Das ist der kleinste von allen, also der schmalste, also der am tiefsten liegt. Das also ich habe eher gehört, dass der Chinese krass wird. Wegen der wird auch krass, ja. Aber der Russe hat halt den Tarnwert. Egal, ist für die Herde. Nochmal, Ovali. Ovali hat nochmal 10 Euro gespendet. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Ovali. Weil es egal ist für die Herde. Dankeschön, Ovali. 20 Euro, Dankeschön. Ach Mann. Hey, der ist gleich weg, er ist gleich weg. Ja, nee, nichts. Der Drecksack hat mich getrackt. Ja, ich glaube, das war hier nichts. Naja, egal. Wann kommt das Update raus? Ich schätze mal so in 2 bis 3 Wochen. Und zum Update selbst, also wie gesagt, es kommt ein neuer Matchmaker. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr Low Tier habt, ja, also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ein Tier 10er landet, mit einem 8er, dann habt ihr maximal 3 Tier 10er. Ne? Ein paar 9er, so 5 oder so, und den Rest halt 8er. Das heißt, ihr habt immer was zum Schießen, was ich ziemlich cool finde. Und ansonsten gibt es dann halt 9er und 10er noch und nur 10er. Diese 3 Möglichkeiten gibt es. Dann gibt es natürlich noch der Matchmaker. Ui. Moment. MOOG Samstagabend NEN Stream bei dir oder und Nubia? So die 25 zum Abschied muss zur Nachtschicht. T. So, der liebe Bellrock 85 hat gerade nochmal 25 Euro hinterhergelegt, alter Schwede. Mu, geht Samstagabend ein Stream bei dir oder Nubia? So, die 25 zum Abschied muss zur Nacht steht. Vielen lieben Dank. Samstag, diesen Samstag, Nubia, wolltest du da was machen? Was ist denn da dieser Samstag? Gute Frage. Achter. Nee, Achter. Nächste Woche erst. Dann gucken wir mal, was wir da hinkriegen. Weiß ich noch nicht, Bayrock. Werden wir aber ankündigen. Vielen lieben Dank und viel Spaß bei deiner Nachtschicht. Kreide mit dir auch viel Spaß bei deiner Nachtschicht. So, nochmal zum Update. Was kommt noch? Lights natürlich werden, die 8er Lights werden jetzt 9er Lights. Es kommen neue 8er Lights. Ein bisschen was wird umgebaut. Der LTDB zum Beispiel rückt jetzt auf 8 hoch und so weiter. Kommen dann neue Panzer. Und wir kriegen 10er Lights. 10er Lights sind ein Problem, finde ich. Kann schnell nach hinten losgehen bei Wargaming, aber naja, mal sehen. Ansonsten wird die Artillerie komplett umgebaut, wie Nubia schon gesagt hat. Die schießt dann nie wieder APCA, AP oder Heat, sondern nur noch AE. In einem sehr viel größeren Radius, macht also weniger Schaden, aber dafür ist der Radius größer und sie hinterlässt einen Stun-Effekt für, naja, sagen wir mal 5 bis 15 Sekunden. Dieser Stun-Effekt geht nur auf die Crew, das heißt, der Panzer wird ein bisschen langsamer, Reload wird länger und so weiter. Den kann man aber dann mit einem Medikit wegmachen, ne? Mit einem Knopfdruck. Und ganz, ganz wichtig, die Medikits und Repair-Kits sind dann wie bei World of Warships oder Blitz, sind dann einmal pro Minute oder einmal alle 90 Sekunden, je nachdem welches Medkit und Repair-Kit ihr drin habt, könnt ihr dann das Ding auswählen und dann habt ihr einen Cooldown drauf. Es ist nicht weg. Ihr könnt es also mehrfach in einem Gefecht einsetzen, bis zu 15 Mal halt. Das ist ziemlich cool. Darauf freue ich mich. Also ich glaube, das wird mit das beste Update, was World of Tanks je gemacht hat. Freue ich mich sehr drauf. Kommt aber auch nochmal als Video. So. Ach, da Ruhe. Okay, Moment. Was nehmen wir da? Kitty, was nimmst du? Irgendwas Schönes auf 9. Ja, das braucht man dann übrigens auch nicht mehr machen, weil sämtliche Lights haben dann ein normales Matchmaking plus 2. Das heißt, ein Ruh sieht dann 8er und 9er und 10er Gefechte. Ne? Und ein Tier 6er Light sieht dann 6er, 7er und 8er Gefechte. Also nie wieder plus 3 oder so ein Quatsch. Ne? Was ich zum Beispiel auch wieder sehr begrüße als Leitfahrer. Also als Nicht-Leitfahrer. Wann kommt das Update raus? Ich schätze mal in 3 Wochen. Da wird es noch einige Updates geben. Und mein Video kommt dann immer so kurz vor Schluss, ne, damit man sieht, was wirklich kommt. Okay, wenn auf den 8 übertragen, bedeutet das dann? Ich habe quasi. Teilt sich das danach dann? Oder wie? Auf den 9er, 10er Light und dann auf den 9er, 10er Leo PTA und Leo 1 oder was?
Nein, also wenn du jetzt einen Ru hast, wird der Tier 9. Du hast dann den Tier 9er. Aber die XP verbleiben auf dem 8er. Auf welchem Achter? Auf dem, der dann vor dem Ru ist. Also die bleiben in der Leitlinie. Genau. Blöd. Also auf die neuen Panzer, die reinkommen, werden die dann übertragen. Das heißt, du hast dann nicht schon XP für den 10er, sondern nur für den 9er, den du ja sowieso schon hast. Also es bringt nichts, jetzt leid zu fahren. Naja, es sei denn, man hat ja gerade den Leo 1 an der Ja, Spitze und fährt das noch ist was schnell durch. anderes, ja. So, wir haben den lieben Monte 111, der gerade subscribed hat. Monte, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen in der Herde. Dreifache Zip-Bit-Move auf Monte. Und der liebe Bounty Hunter CGN ist auch das vierte Mal dabei. Bounty Hunter, auch an dich. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Freue mich da wirklich sehr drüber. Dankeschön. Dreifache Zip-Bit-Move. Mann, heute ist wieder richtig viel los. Also vielen, vielen Dank, liebe Leute. So, wo schießen wir denn zuerst hin? Oh, nach rechts fährt er fast gar nichts. Das wird übel. So. Neueste Follower. Luis WOT02. I like the Moku. Und Rendu BF4. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Na, es war so ruhig. Okay, ich habe aufgemacht, ich gehe wieder. Tschüss. Ja, geh mal, geh mal, geh mal. Oh, die schießen auf dich. Das ist nicht cool. So, wen haben wir noch? Admiral Bismarck 03 hat ebenfalls gerade eben nochmal gefollowt. Komm, ich weiß gar nicht, was du damit meinst gerade. Boah, der kommt jetzt aber schon ganz schön nah. Ja, und da kann ich nichts gegen tun. Außer wenn er vielleicht hochkommt oder so. Ich hasse es, auf Mediums zu schießen, die in der Fahrt rumlaufen hier. Treffe ich nicht auf diese Entfernung mit dem Ding. Ach, sind ja auch zwei Heavys hergefahren. Au. Ja, die muss ich aber auch erstmal sehen. Yeah, bin an der Brücke hängen geblieben. Okay. 30 Sekunden wieder. Was für ein PC hast du, Mu? Steht unterm Stream. Ach Mann! Wow. Kitty hat zugeschlagen. Ja, das ist bald vorbei, ne? Mit dem Update. Keine fast One-Shots mehr. Also, an einem Scorpion oder so macht ihr halt immer noch Schaden, ist klar, ne? Der hat keine Panzerung. Aber an Maus oder so macht ihr keinen Schaden mehr. Da kommt der Emil. Und was toll ist, Und die Arti. wenn ihr mit der Artillerie jetzt mit dem nächsten Patch unterwegs seid, könnt ihr ein Gebiet markieren, wohin ihr schießen wollt. Das ist toll. Also nicht mit dem Panzer, sondern wirklich das Gebiet. Und das bleibt dann auch. Und dann können die Leute dann da rausfahren. Welche Grafikkarte hast du dir zugelegt? Steht alles unterm Stream. Die Hall of Fame von KFA2 oder wie die heißen. So, ich habe in 8 Sekunden nachgeladen, aber da kommt jetzt ein T44. Den werde ich nicht treffen. So gut ist die Arti denn nicht. Den habe ich von eurem Rand. Gut, dann gehe ich auf den T34. Das Problem ist, die M53-Artis, die sind im Platoon und die fokussen mich. Ja, das nervt. Ja, ich höre es. Buff, buff. Machst du aber gut. 14 Sekunden, dann kann ich wieder schießen. Ja, T-Fin ist da, ja. Da achtet nur leider keiner drauf. Also, Friendly Fire. Naja, ich würde nicht darauf ausgehen, was auf dem Testserver geschieht, passiert auch auf dem Live-Server. Auf dem Testserver spielen sehr viele seltsame Leute. Das sieht man schon anhand der vielen. Keine Ahnung, wo mein Schuss hin ist. Ich glaube, das ist irgendwo hängen geblieben. Spielen sehr viele komische Leute. Also, die machen auch Teamkills und so. Und das passiert ja normalerweise. Shit. Passiert ja normalerweise auf dem Live-Server eher nicht so. Nicht so häufig. Wie da. Also, da würde ich nicht drauf eingehen. Was der Neuner leid, das wird der Ru. Genau, der Ru wird von 8 zu 9. Ich glaube, die einzigen, die noch einen neuen Panzer dazu bekommen, sind die Franzosen Lights, oder? Ich habe keine Ahnung, muss ich nochmal gucken. Also, ich glaube, der Amex 1390 wird zum Neuner und sie kriegen einen neuen Achter. Nein.
Aber ich freue mich wirklich auf das Update und bin echt gespannt auf die neue Stun-Mechanik. Ob das wirklich sinnvoll ist und taktisch auch nutzbar ist. Wenn es ja, dann freue ich mich sehr drüber. Wenn nicht, dann, naja, müssen sie die Arti löschen. Wieso sieht WT so bei Nubia so anders aus als bei Mu? Wahrscheinlich bei Mu, dass alles viel, viel größer gezogen ist. Jetzt ist doch die UI ganz, ganz klein. Vielleicht hast du auch einen anderen Farbfilter. Hab ich einen anderen Farbfilter? Ich habe gar keinen drin. Aber ich schätze mal, die Balken und so weiter sehen bei mir anders aus, weil ich habe ja normal Vanilla World of Tanks Balken von den Fahrzeugen. Okay, ja, ich habe die Pünktchen. Genau. Was passiert dann eigentlich mit dem PDA? Weiß ich nicht. Gute Frage. Ich habe den noch nicht runtergeladen, den Test, aber ich kam einfach noch nicht dazu. Ich werde mir den aber auf jeden Fall nochmal angucken. Muss ich ja eh, muss ja wieder rüber machen. Aber die erste Iteration des Testservers ist halt immer sinnlos, ne? Weil all das, was da ist, kommt so nicht ins Spiel. Da wird es immer Änderungen geben. Wie krass die ausfallen, das entscheidet Wargaming, aber es wird immer Änderungen geben. Weshalb die erste Iteration vom Testserver immer, naja, leicht sinnlos ist. Hey, ich habe was getroffen. Juhu. Applekuchen schreibt, der neue Deutsche wird, heißt H. Applekuchen. Heißt HWK12 oder irgendwie sowas. Mhm. Und sieht wohl. Wurde was geschrieben? Sieht wohl aus, so wie, ähnlich wie der Spick. Wird 8er, sieht fast aus wie der Spick und hat recht ähnliche Daten. Also ein Spick und noch danach kommt man jetzt zu noch einem Spick. Puff. Ich mag die Schweden. Die platzen so schön. Der ist AFK. Wie siehst du die Zukunft des Leopard 1 in Relation zu den 10er Lights? Keine Ahnung, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wo Wargaming genau hin will. Weil die Lights werden natürlich ein sehr, sehr großer Faktor sein in der Mobilität von World of Tanks. In der Sichtweite von World of Tanks. Und ich bin mir noch nicht sicher, wo Wargaming dahin will. Ob die Mediums dann überhaupt noch Sinn machen. Natürlich, haben mehr Hitpoints und so weiter, ein bisschen mehr Panzerung. Aber die Lights werden halt wirklich saustark. Also finde ich schon ein bisschen zu stark. Aber das... Oh. Wow. Die M53 hat gerade 3 Artillerieschläge überlebt. Mu, wann wieder Ghost Weekend? Wenn wir Zeit haben. Ich versuch's die ganze Zeit, aber es klappt nie. Oh. Wir können ja nicht mal Conan aufnehmen, aber naja. Toi, toi, toi. Das wird wieder. Die beste Art hier im Spiel. Weiß ich nicht, ob man da jetzt vor dem nächsten Patch was sagen sollte. Oh, ich habe eine Mission erfüllt. SFL2, versteckt und gefährlich. Versuchen Sie mindestens dritthöchsten Schaden Ihres Teams. Bleiben Sie im ganzen Gefecht unentdeckt, zerstören Sie mindestens 3 Gegnerfahrzeuge. Das war knapp, ne? Aber wir haben eine Erfolgsmarkierung. Juhu. Auf einer Artillerie, die ich nie fahre. Ach, wie cool. So, jetzt haben wir ein Sternchen auf der Kanone. Tier 9er Conqueror. Gut, dann fahren wir mal den Emil. Mu, die 10er Lights sind völlig OP. Bleibt abzuwarten. Wie gesagt, erste Iteration vom Testserver ist nicht aussagekräftig. Nie. War es noch nie. Also von allen Artis mein liebstes, die leichte Feldhaubitze nach wie vor. Aber ich weiß nicht, ob man die wirklich so als Arti zählen kann. Und die Premium-Artis werden, glaube ich, gar nicht angefasst, ne? Großartig. Ich glaube, die bleiben, wie sie sind. Wobei du jetzt nirgendwo eine Arti hast, wo du sagst, ja, die braucht jetzt unbedingt den Nerf. Ja, also leichte Feldhaubitze. Leichte Feldhaubitze ist das, ja, aber wenn du die so veränderst, wie du alle anderen veränderst, dann wird die nur noch schlimmer. Dann naja. Kriegt ihr noch ein weniger Reload und wird noch genauer und naja. Boah, guck dir mal das Matchup an. 2 TVPs und 3 Typ 4 schwer, 2 Leo PTAs. Was ist denn hier los? Ich geh mal nach rechts. Tanzku. Der liebe Shepard 360 hat gerade das 16. Mal in Folge subscribed. Shepard, vielen, vielen, vielen Dank. Dreifaches Zip auf Shepard. Danke, danke, danke. 16 Monate Support, alter Schwede. Mu, wie findest du den T55A? Weiß ich nicht. Bin ihn kaum gefahren, bisher nicht so dolle, weil er ziemlich unpräzise ist. Das letzte Mal, wo ich ihn gefahren bin, da gab es ja noch keine Schweden, da gab es noch keine Tschechen und so weiter. Ne? Da hat sich gar nicht schon was geändert.
Die Dörpkamp vom VK 28 bei den Deutschen wird entfernt, aber nicht die vom T49. Ja, der kriegt die auf Tier 10, ne? Und Der Tier kriegt 9. die auch auf Tier 8. Ja? Der T49, die haben gesagt, der wird, oder der T49 auf T9, keine Ahnung. Aber die haben gesagt, der wird entfernt und am Ende haben sie sie doch nicht entfernt. Genauso wie sie, glaube ich, gesagt haben, vom M41 Bulldog wird das Magazin entfernt und dann haben sie es doch nicht entfernt. Okay. Was macht ihr hier 7? Findest du, der TW1 sollte einen Buff bekommen? Ja, ein Panzerungsball. Ratchet, Arti. Er ist tot. Also deren Arti ist tot, das gefällt mir richtig, richtig gut. Na, guck mal, alle sind hier. Hey. Ja, das dachte ich mir, deswegen stehe ich hier. Oh, kommt da was zu den Japan-Heavies? Ja, ich kam nur noch nicht dazu, das aufzunehmen. Ich hatte in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel um die Ohren, was Real Life anging. Ja, also auch sehr, sehr unschöne Sachen, mit denen ich euch jetzt nicht belasten will. Und da hat es mich ein bisschen Zeit gekostet. Und wir haben zum Beispiel eine Folge aufgenommen für Der Weg des Samurai. Ich kam einfach nur noch nicht dazu, die zu schneiden und zu rendern. Och komm. So, Typ 4 wird ein Problem. Frontal komme ich da nicht durch und viel Seite zeigt er nicht. Oh klar, ganze Kanone im Arsch. Ich könnte Heat laden. Aber Heat ist so bäh. Ach, 268 ist auch da. Ja. Gucken, meine Badshot ist jetzt hier weg. Und eine R100. Genau. Ach, der auch noch. Ah, läuft doch. Auf Badshot. Solange sie nicht kommen, ist alles Weißt du, die Badgett kann hier nichts machen, gar nichts, außer kurz mal rüberglotzen. Oh shit. Aber ich könnte jetzt hier schießen und er lässt mich nicht. Naja, okay. Von hier aus, wo ich stehe, ich müsste da stehen, wo er steht, und dann könnte ich auch schießen. Und so jetzt kann ich gar nichts machen. Ah, jetzt fährt er weg. Dann schießen wir doch mal. Okay. Ich kann nur auf einen schießen und der ist nicht mehr da. Oh, zu lange gebraucht. So, E75. Zeigt er mir die untere Wanne? Ja. Mein Richtschütze ist im Arsch. Der gehört da auch nicht hin. Hahaha. Natürlich der Killshot. Oh, dieser Typ 4 mit seiner HE-Knifte, ne? Oh. Ausgekniftet. Oh, ist noch die Badshot. Mu, findest du, dass der Tiger 1 gegen 7 mal strikt benachteiligt ist? Nein. Der hat eine der höchsten DPM auf Stufe 7. Der ist ein wahres Monster. Das Problem ist, dass die Panzerung halt nicht die ist, die man sich so quasi als deutscher Spieler vorstellt. Ne? Weil wir sind ja mit dem Gedanken aufgewachsen allesamt. Oh, der Tiger war ja, ne, extrem stark gepanzert. Gut, das stimmt jetzt nicht so, aber man Bin ich darf nicht auch nicht. aufgewachsen? Ja, die sich halt dafür interessiert haben. Ich bin tot. Man darf nicht vergessen, die Panzerung bei einem Oh. Tiger, aua, ist wirklich sehr, sehr stark auf große Entfernungen. Hier trifft er A auf Gegner, die er damals im Krieg überhaupt nicht gesehen hat, oder wenn ja, nur sehr selten, so wie ihr es und so weiter. Und B, hier werden die Gefechte ausgetragen auf ne, unter 100 Meter. Da wäre auch damals ein Sherman mehr oder weniger schnell durchgekommen. Ah, toll. Nein, du schießt nicht auf. Also, rein von den Werten her. Stimmt das schon, aber ne, ein bisschen mehr Panzerung würde ihm trotzdem ganz gut stehen, glaube ich. What? Puh. Hätte schief gehen können. Ich habe keinen Fahrer mehr. Der Ölhaar ist aber. Ja, ne?
Mist. Ich komme hier nicht durch. Ich kann hier nicht schießen. Ah! Nicht gedacht, dass ich das hier hinten überlebe, ey. Gies, Admiral Bismarck und Loops sind die nächsten Follower. Was für ein PC hast du? Steht alles unter Stream. Hua, neueste Follower von Nubia. So. Oh, Kitty hier mit 3500 Schaden, 2 Kills. Nicht schlecht. So. Eben hatte ich mehr Schaden gemacht, aber nur Platz 2 bekommen. Jetzt habe ich Platz 1. Tja, ne? War halt gut verteilt, der Schaden. Lass uns den nochmal hier fahren. So, wir haben neue Follower. Wir haben Ma3HX, dann Alpha Spast, Schippe 34, Schneemann X3, X-Ray und dann Sozialamt 19. Außerdem haben wir einen Subscriber, den lieben Shepard 360. Den hatte ich aber vorhin schon vorgelesen, ne? Ja, ich glaube schon. Movie, findest du, dass WOT Werbung im Fernsehen macht? Erstens, ich habe die Werbung nie gesehen, weil ich gucke kein Fernsehen. Und zweitens. Oh, ich habe die gute gesehen. Hast du mal die asiatische Werbung schon gesehen? Die ist geil, ja. Das ist doch das mit der Malerin, ne? Ja. Genau. Die siehst du jetzt irgendwie überall mit einmal. Ja, die ist großartig. Aber die gab es schon eine Weile. Aber World of Warcraft hat damals auch schon Werbung im Fernsehen gemacht und andere Spiele auch. Das ist völlig normal. Wie findest du generell die Belohnungspanzer für Missionen, also Stück 4 und so weiter? Ich sag mal so, Stück 4 ist jetzt nicht sonderlich dolle. Werd das Ding auch nicht mehr spielen. Der Rest ist eigentlich ganz lustig, weil es mal was anderes ist. Und das Objekt 260 ist einfach sehr, sehr stark. Das Ding ist wirklich sehr, sehr stark. Ja, okay, die wir fahren rüber. Ja. Misch mal, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass die Bewerbung noch mal raus muss oder so. Die haben sich einfach noch nicht wieder gemeldet. Weil wenn sie erneut bewerben. Das was? Dauert einfach. Ja, weil sonst hätten sie ja geschrieben. Ist jetzt ausgelaufen oder geht nicht mehr oder keine Ahnung. Kann ja was. Na gut. Ja, ist alles blöd gelaufen. Keine Ahnung. So, natürlich. Der hier ist langsam, ne? Da fehlt was. Wo ist Betty? Heute haben wir eine sehr hohe Frequenz in den Gefechten von entweder OMG Mutality oder es ist bei einem Ehren. Und für den, der vorhin gefragt hat, wie viele Gefechte wir jetzt haben, hier in dieser Übersicht quasi sieht man das aufgerundet, ungefähr, quasi circa. Ersten drei, die ersten Zahlen. Lies mal vor. Okay, die sind 8k mittler, also aufgerundet oder abgerundet, keine Ahnung. 35k bei dir und 18k bei mir. Ja, kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? So, wir haben einen neuen Subscriber. Wir haben den lieben Crazy Viper, der hat das dritte Mal in Folge subscribed. Crazy Viper, vielen, vielen Dank für deinen Support. Dreifaches Zippet Mu, Dankeschön. Außerdem neue Follower, der Homerman mit vielen Zahlen und DanielXX247. Ja, ich fahr mal. Sieht nicht weg. So sonderlich gut aus. Irgendwie haben wir keine Panzer. Ist dir das mal aufgefallen? Wir haben 2 Artillerie, wir haben sonst nur kleinen Blödsinn und einer schon tot. Also wirklich viele Panzer haben wir nicht. Na gut, so viel kommt da jetzt auch nicht, ne? Ne, ich am meisten Angst habe ich für der Arti eigentlich. Ja, verständlich in dem Schweden. Vor allem der ist ja noch mobil, den du da fährst. Die danach, die haben ja das dann mit dem Switch. Modus, genau. Da werden die ja sehr viel immobiler. Und dann, wenn die aufgehen, dann ist vorbei. Dann holt die Arti sich die. Achso, du bist im Zehner. Dann gehst du nicht mehr auf, meinst du? Ja. Und abgesehen von der Arti kommt keiner mehr durch. Das ist wahr. Das große Problem von japanischen Heavys ist, dass ich viel zu groß bin. Eben hat mir ein Baum die Sicht versperrt. Ah! Das
Was will denn der Panzer 4 da? Was ist denn der Type hier? Oh, und ich hab einen Tiger hier, ich hab einen Tiger hier. Kannst behalten. Will ich aber nicht. Ihn, der ist lieb zu dir. Nein, der ist nicht lieb zu mir, der haut mich. Au, kommt sogar durch. Warte, ich mach mit. Ist in der Mitte. Okay. Und der IKV kann von da drüben pushen. Boah, der die HI-Knifte, ey. Ach, die M12 war das. Ach so, naja, gut, schon gut. Die M12 hat mir gerade 500 verpasst. Na, warte, KV1S. Ich hol mir dich, ne? Au, oh, T37. Wie kommt denn der durch? Oh. Vielleicht mit Gold? Ne, ne, mit AP. Stieg, glaube ich, zu weit angewinkelt. Jetzt hat aber gleich die Arti wieder nachgeladen. Na, meh. Große, schwere, langsame Panzer, ne? Sind ein ernsthaftes Problem. So, jetzt holt uns eh gleich die Artillerie. 3, 2, 1. Ich habe daneben geschossen. Das ist jetzt ärgerlich. Rammen wir den? Nein, der ist mir zu schwer. Ich hätte eigentlich mit der Artillerie gerechnet. So, ich fahre nicht mehr vor, ich habe keine Hitpoints mehr. Der Xiaodu87 hat gerade subscribed. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen in der Herde, Xiao. Dankeschön. Wie spricht man das eigentlich aus? Xiao? Oder? Ich weiß es gar nicht. Xiao. Okay. So wie Kitty das gesagt hat. Was passiert, wenn man die Benzingangst getroffen hat? Ich merke da nichts. Ich glaube, die Brandwahrscheinlichkeit erhöht sich. Die Brandwahrscheinlichkeit erhöht sich immens. Okay, wir sind durch. Oh, wir eigentlich auch. Aber meine Kanone hat mal wieder Blödsinn gemacht. Naja, 175 Pen ist halt nicht die Welt. Ich habe halt Angst vor der Artillerie, aber sowas von. Oh, da ist was Kleines. Mist, jetzt ist er weg. So, jetzt kommt gleich die Artillerie. Ja, da ist er. Ach ja, Artillerie. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. So, neueste Follower sind Crazy Viper. Nee, das war Subscriber. Mann, Ivis FIFA. Oder Ivis FIFA. Blacklight HD. Dann Anton Digger. Und Hamsterbäckchen 16. Oder lieber Forrester 190 hat gerade das 8. Mal subscribed. Forrester, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Danke, danke, danke. Dreifaches Zippel nur Forrester. Dankeschön. Wenigstens gewinnen wir das. Ach Mann! Was denn? Ich bin tot. Oh, Nika V. Naja, hast du mitgenommen. Nee, hab ich nicht. Aber der andere hat. Ja, und der andere bin nicht ich. Blacklight HD ist nicht so voller. Mu, hol dir die GTX 1080 Ti. Nein, A ist sie mir zu teuer. B, ich brauchte eine Grafikkarte vorher. Da gab es die noch nicht, die neuen. Also zumindest nicht im Custom Design. Und sonst sind die Dinger mir zu laut, zu warm und fressen zu viel Strom. Nee, der ist zwar halt kein angepasstes Elden Matchmaking. Nein. Wie findest du den Panther M10? Nicht so dolle. Überhaupt nicht dolle. Der ist halt noch uralte Garde von Premium-Panzern. Da waren die alle echt mies. Die Kanone ist halt der letzte Mist.
Hätte der eine ordentliche Kanone, wäre der richtig gut, aber. Haben gelbe Ketten einen negativen Effekt? Nein. Das heißt nur, dass sie sehr schnell runterfallen können, bei jedem Treffer oder sonst was. Mu, warum ist dein Kanal erst ab 16? Ich habe keine Ahnung. Habe ich hier nirgendwo eingestellt? 16 geht doch gar nicht. Ich glaube, ab 18 kann man den nur einstellen und das dürfte nicht drin sein. Wie findest du den Stritzwagen S1? Gibt es ein Video dazu? Ich finde den für ein TD echt gut, aber ich fahre keine TDs. Aber 288 Durchschlag und eine sehr gute Kanone, ne? Sagen, glaube ich, alles. Hey, 1, 2, 3. Gute Runde, Kitty. Gute Runde, Nugia. Okay. So, Tiger 2. Wurde so oft sich jetzt gewünscht, dann machen wir einmal Tiger 2. Gott, wie winzig der ist. Im Gegensatz zu dem Honi von gerade eben. Und das Ding ist schon riesig, ne? Gibt ein Foto von Nubia hier vor dem Tiger 2. Sie kommt gerade mal so mit dem Kopf bis zum Maschinengewehr. Also das Ding ist wirklich riesig. Das ist mal mein Facebook-Titelbild. Genau. Ich finde, hier in WoT kommt das gar nicht so rüber, dass der wirklich groß ist. Der ist wirklich riesig. Genau wie der AMX 50 und so weiter. Die sind auch alle riesig. Naja, die anderen Panzer sind ja auch ziemlich riesig gigantisch. Ich finde, das ist bei WWS kann man das am besten sehen, wenn man ganz nah ranzoomt und dann sieht, wie groß diese Rettungsringe oder so sind auf den Schiffen. Hm. Dann wird einem erstmal die ganze Dimension da bewusst. Oh, Tier 10. Na hurra. Würde ich mich mit zwei N100s klopfen und einem E4? Bin mir nicht sicher. Oh, die haben ein T22 SR. Ja. Ach man, was mache ich denn hier? Was bist du? Tiger 2. Tiger 2, völlig sinnlos. Ja, wir können die Mediums versuchen, aber die. Ja, aber da komme ich nicht hoch. Auch ziemlich dominant sein. Ja, ich bin ziemlich langsam dafür, dann komme ich da nicht hoch. Durch die Mitte vielleicht. Durch die Mitte? Ja, ich werde mich mal in der Mitte umsehen. Meistens kommt da irgendwas Kleines und dann hole ich mir das. Das steht in meiner YouTube-Beschreibung. Echt? Hm. Hast du bestimmt noch die Hardcore-Horror-LPs gemacht? Ja, bestimmt. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich da ab 16 eingehe? Nein, glaube ich nicht. Und die ist sowieso uralt, die muss ich mal wieder überarbeiten. Wow, anscheinend will sich hier niemand... Ist das, Herzchen? Ja, hier ist niemand. Guck dir das mal an. Wir sind auch links ziemlich, ne? Nicht existent. Na, das kann ja was werden, ne? Komm, Kitty, wir gehen flankieren. Das wird jetzt eh eine doofe Runde. Weil wir einfach nichts machen können. Große Kanone auf dem Feld und keine Gegner. Oh, Mist. 6 Sekunden noch, dann kann ich wieder schießen. Oh, hau ab. Ja, nicht gegen mich fahren. Oh, was hast du denn hier aufgescheucht? Das ist ja hier so ein ganzes Rattennest, ey. Oh, verdammten Waffenträger. Du bist umzingelt, Antwort. Ja. Wow. Was für eine tolle Runde. Aber gut, das hatte ich ja gesagt, das wird hier eine richtig blöde Runde. Ah, wo kommen die denn jetzt alle her? Ach, das sind die. Die waren alle hier bei uns. Ja, die habt ihr runtergescheucht. Boah. Einfach überfahren, ne? Einfach richtig überfahren. Ich hätte hinten bleiben sollen. Beim T25 da. I'm making a note here. Huge success. Dachte, man kann so 1, 2 hier rausräumen und dann kommt auf einmal das ganze Gegnerteam einem hier entgegen. Ja, da standen wir auch gerade. Das wird übel. Was gut, nur wir. Oh, die Runde ist zu vergessen. Also, es kann passieren. Da wird man halt einfach, ne? Die hatten fast nur Lights und Mediums einfach überfahren. Da hast du keine Chance.
Würdest du die Kranwagenreihe empfehlen, wenn du ein erfahrener 100-Fahrer bist? Das hat miteinander absolut gar nichts zu tun. Die spielen sich komplett unterschiedlich. Und ja, die Kranwagenreihe ist für Randoms echt lustig. Wenn man so ein bisschen sich zurückhält, ne? Das ist eher so ein defensiv angelegter Panzer. Und wenn man da Spaß dran hat, dann machen die unheimlich viel Spaß. Mit dem E100 hat das aber echt gar nichts zu tun. So. Neueste Follower. Apropos, ne? Neueste Follower. Geht auch mal rüber zu Nubia. Ausrufezeichen Nubia im Chat oder twitch.tv/NubiaSynet. Einfach mal ein Follow da lassen. Bei Kitty könnt ihr das auch machen. Kitty City. Und wir fahren mal eine Runde Defender. Keine Lust dazu. Bock Kohle. Muss 10er kaufen. So, neueste Follower sind Yushilke 4, Don General, Koyox Jerry und Runner Ente 22. Und, oh, dich kann ich nicht aussprechen. Psyfk 1, 2, 3, 4 und Kiox Curry. Klang irgendwie nach Psycho. Ja, das ist BZYFQJ. Also da ist einer auf seiner Tastatur eingeschlafen. Das kann ich beim besten Willen nicht aussprechen. Kitty streamt aus. Na, auch nein, das lässt ihre Internetverbindung nicht zu, aber sie freut sich über Abonnenten. Ich streame mit 1 FPM. Ein Frame per Minute? Genau. Wie kann man den MU-Clan einfach bewerben? Ne? Du suchst ja auf der World of Tanks Webseite den MU-Clan raus. MU oder MU3 oder Miauz, in dem Falle von Kitty. Und dann einfach bewerben. Sind auch alle untereinander verlinkt. Nee, ist Gott, das habe ich vergessen. Was hast du vergessen? Als ich an dem Tag gestreamt habe, noch als der Stuhl hier ankam, das war ja, es lief ja alles nicht so ideal mit der Lieferung. Ja. Haben die Leute gemeint, ich sollte einen Beschwerdebrief schreiben, dass die das halt dann einfach in den Stuhl gestellt haben, weil Amazon da sehr pingelig ist mit ihren Lieferanten, aber ich habe es vergessen. Das habe ich auch mal versucht. Ist nichts passiert. UPS liefert auch heute noch an meine Tankstelle, nicht an mich. Ne, darum geht's mir nicht. Ist mir egal gewesen, wenn das nicht hierher geschickt hätte. Dann, das ist das eine. Aber es halt als geliefert ausweisen und das dann einfach in den Flur stellen, ohne Unterschrift, ohne alles, weil das hat der Briefkasten angenommen, deswegen ist das zugestellt. Das hätte sonst was passieren können mit so einem teuren Paket, darum ging's mir. Das ist UPS, das passiert öfters mal bei dir. Da hat auch jemand geschrieben, bei UPS war es mal so, da hat jemand seine Unterschrift gefälscht vom Lieferanten. Boah. Damit das also nicht klingeln muss. Das geht ja schon hart in Richtung Gefängnis. Ja, das hat er dann auch. Wie gerne, ich hab dir gesagt, dass es gut ist. Die kommen auch zu mir auf Arbeit. Nur bei dir. Der weiß genau, dass ich das bin, also gibt er das einfach schon bei mir auf Arbeit? Ja, bei mir nicht. Also bei mir beliefern die immer schön fleißig die Tankstelle am Arsch der Welt und ich muss mir jedes Mal ein Taxi bestellen, wenn die Pakete größer sind. So, der liebe 113,5 hat gerade subscribed. 113,5, vielen, vielen Dank. Dreifache Zippet nur auf 113,5. Hat mal ein bisschen was von Herr der Ringe, ne? Vielen, vielen Dank. Oh, jetzt kommt hier ein Defender um die Ecke. Oh, oh. Wenn er den kommen lässt, kann ich mitmachen. Ja, ich lasse ihn kommen, weil das hier wird nichts. Auf Dauer geht das nach hinten los. Yeah, Hügel umgegraben. Ja, Night Dev. Allerdings hatte der Lieferant hat das halt so, der hat das so abstempeln lassen quasi, dass er es im Briefkasten geworfen hat. Das ist wie, als wenn du für einen Brief brauchst ja auch keine Unterschriften. Hat er das einfach quasi im Briefkasten. Ich habe auch schon Bücher bestellt, die sie dann einfach in den Briefkasten gedrückt haben. Und das ist dann halt zugestellt. Und das hat er mit dem Paket auch gemacht. Allerdings ist das ein Stuhl. Den kannst du nicht in den Briefkasten schmeißen. Deswegen hat er dann da runtergestellt. Und bei Amazon, bei der Lieferungsverfolgung, stand dann drin, im Briefkasten abgegeben. Hm. So braucht er halt keine Unterschrift. Oder wie auch immer er sich Stuhl. Das vorgestellt hat. Großartig. Und das war halt, das war so ein sauteures Paket, das steht da einfach in den Flur. Das hätte jeder mitnehmen können. Ja.
Gut, die hätten sich da wahrscheinlich die Hüfte beigebrochen, weil das Ding war ja bestimmt mordschließlich schwer. Ja, naja, ich habe mir auch die Hüfte gebrochen, als ich es reingetragen habe. Ah, wo ging denn der Schuss schon wieder hin? Vorsicht, Kitty, der hat noch nicht geschossen. Jetzt will er gleich schießen. Aber wir kommen hier nicht weiter gerade. Ich krieg kein Schussfeld auf den. Der hat immer noch nicht geschossen, ne? Wenn es hinter einer geschlossenen Haustür steht, ist das für die genug, laut AGB. Ja, großartig. Ja, UPS halt, ne? Das ist aber wie GLS, ne? GLS, ich habe mir ein Poster bestellt von Star Trek. Und GLS macht das Gleiche. Die beliefern nämlich auch nicht. Ich habe, glaube ich, von denen noch nie einen Brieftypi gesehen hier. Die schmeißen einen immer nur so einen Zettel in den Briefkasten und dann bitte holen sie das hier am Arsch der Welt ab. Arsch der Welt 43. Das macht das bei mir DPD. Ganz schlimm. Ja, die auch. Was habt ihr denn für schlechte Briefträger? Ja, ein DPD klingelt nie. Die werfen immer nur den Zettel rein. Die einzigen guten sind DHL, die klingeln jedes Mal. Und was okay ist noch, dass die klingeln immer um 10 abends oder so, sind Hermes. Ja, Hermes klingelt bei mir auch. Die müssen das. Jetzt reicht's mir aber ganz ehrlich, ich fahre hier einfach rum. Das nervt mich jetzt. Kriege ich den da drüben noch? Ja. Kitty, kommst du mit? Schöner Schuss. Wir kennen den ja mal. So, jetzt stehen wir doch viel, viel besser hier. Statt man da jetzt Ewigkeiten auf seine verdammten Weakspots zielt und nicht trifft, fährt man einfach rum. Aber wir haben gewonnen. Ja, haben wir. Oh. Die Einsatzzeit ist so hoch von dem Ding. Achtung, gleich kommt Artillerie, ne? Ja, die M40 wird uns gleich beide One-Shot rausziehen. Ja, mit einem Schuss. Vorsicht. Night Dive, die Packstation, ja, das geht bei mir auch. Ich habe dafür auch so ein Kärtchen. Allerdings die Packstation am Arsch der Welt. Genau da, wo sie es hinliefern würden, wenn ich nicht zu Hause wäre. Also kann ich mir das genauso gut sparen. Zumal ein Stuhl da garantiert nicht reinpasst. Nee. Ich habe mir einen neuen Tisch bestellt. Ne? Ich wollte hier ein bisschen umziehen, alles ein bisschen größer machen, weil ich habe jetzt hier wirklich sehr wenig Platz. Das war ja damals aus der Not geboren. Und da hatte ich mir jetzt eigentlich zwei neue Tische bestellt. Und die werde ich dann alle aneinander basteln. Und dann habe ich endlich auch Platz für drei Monitore. Dann habe ich wieder mehr Sicht hier auf alles. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Aber im Moment ist es doch ein bisschen eng hier. Das ist kein Laptop. Ich habe zwei Bildschirme, der eine ist da, der andere ist da und da ist die Kamera, die ist oben drauf. Deswegen gucke ich immer nach unten. So. Naja, die werden wir nicht mehr kriegen. Neueste Follower sind Jet the Killer, Nutalps, It's Fatal Keks, Salamander 1998, dann Gunfingers 95, Lausif, Astor 1966, Andastator. Was? Andastor 1984 so rum. Und Mr. 02. Huh. Und mir sind's Airi, Blarbo und Speckeri. Ach, ich kipp jetzt hier durch. Ich tue ein bisschen was für meine Efficiency Rating, bla. Spielt heute WoWs? Ja. Siehst du, da wollte ich mal gucken. Da gab es was Neues zu den französischen Kreuzern, aber ich darf, glaube ich, noch nicht drüber reden. Ich bin mir nicht sicher. Moment. Jetzt habe ich Skype natürlich zugemacht. Ja, zeigen darfst du sie schon. Zeigen darf ich sie. Aber da ändert sich auch noch was und ich weiß noch nicht, ob ich die Änderung schon sagen darf. Die Franzosen sind so minimal gepanzert, dass sie schon durch die Fahrt AP verlieren. Nein, darf ich noch nicht. Ich darf erst ab morgen früh darüber reden, was an den Franzosen geändert. Ach komm, Wargaming, das ist hohl. Ja, also an den Franzosen wird was geändert. Ich darf euch nicht sagen, was. Das ist ein Schwachsinn. Aber gut.
Ach so, da muss ich ja diesen Work in Progress wieder reinbasteln, ne, wenn ich die Franzosen zeige. Ah, Wargaming. Das nervt. So. Habe Planet. Wie steht's denn heute? Ich habe übrigens heute angefangen mit 33% Winrate. Nein. Und, oh ja, ist mittlerweile besser geworden. Achter VTU. Jemine, da packst du dir Dinger aus da. Nano, erstmal hallo Nano. Nano schreibt, die sind durchgehend geleakt. Sollte kein Problem sein, ansonsten schreibe ich was Nein, und Nubia liest es NDA. vor. NDA. Du darfst gerne was lesen, ich darf's nicht. Ja, dann Nano, hau raus, ne? Wir machen ja dann bloß irgendwelche Theorien. Kann er nachher in den Chat schreiben, aber vorlesen darf ich es nicht. Zwergriese, danke für dein Follow. Aber ich kann sagen, die werden besser. Weil im Moment sind die echt nicht so dolle. Ah, Tier 9, Tier 10 sogar. Hui. Wieso haben wir ein Tier 9er? Zwei Tier 9er, drei, vier Tier 9er und die nicht einen? Hä? Matchmaker betrunken? Die haben zwei Na, Zehner mehr. der lässt noch mal richtig rausrennen, bevor er geändert wird. Ja, also das ist hier wieder so ein klassisches Ding, ne? Die Also haben die haben vier Tier halt 9er, die haben keinen. zwei Zehner Batchet-Artis. Ja, Batchet-Artis. das ist schon krass. Die zwei Zehner fehlen uns halt. Wir haben ja Dann auch nur schreibt einen Zehner Kampfpanzer. Die High-Tiers werden besser, die Low-Tiers werden zu Tode genervt. Du sagst nichts. Ich darf nichts dazu sagen. Ich darf es auch nicht mal vorlesen. Ja, sei einfach, sag einfach nichts. Nano weiß eh immer alles, bevor Wargaming das überhaupt weiß. Ja, Nano, mach das nachher. Wir haben nicht mal Heavies. Ja, brauchen wir nicht. Heavys werden überbewertet. Overbewertet. Ja, overbewertet. So, machen wir es mal defensiv, ne? Vielleicht können wir auf den einen oder anderen schießen hier. Ach, guck mal, wir haben Heavy, der Defender, der verkriecht sich hier hinter mir, neben mir jetzt vor mir. Ah. Der will mit dir kuscheln, das ist dein Freund. Bäh, ich will ihn nicht. Na, zur Tour, auf den kann keiner schießen. Nope. Zwei Panzer offen und ich kann auf keinen von beiden schießen. Das ist doof. Okay, hat sich erledigt. Ja, die Zeiten sind bald vorbei, ne? Lass uns mal überraschen. Heute gibt es keinen Kanal zum Mitfahren. Weil, wie gesagt, das letzte Mal, wo wir es gemacht haben, ging das ein bisschen nach hinten los. Dafür trifft die Arti dann 10 Panzer gleichzeitig und stunt alle für 30 Sekunden. Genau. Aber das würde ziemlich cool aussehen, wenn dann überall so 300 Schaden rausgehen. Och, Menno, ich will da schießen. Das ist. Nee. Ah, oh, ich hätte schießen können. Nee, hättest du nicht. Doch, hätte ich. Ach so, doch, hättest du. Oh Mist. Skorpion mit Gold und der Leopard. Beide dahinter? Also der Skorpion steht da. Ah, okay. Trau mich hier gar nicht vor, ey. Lego Zucker schreibt, er hat es bei Jingles sowieso schon gesehen bzw. gehört. Wie kannst du das denn bei Jingles gehört oder gesehen Ist haben? nicht möglich, weil selbst Jingles liegt unter einer NDA. Ja, Die gut, aber Franzosen, das klar, die war. kann jeder zeigen, aber die sind halt noch mit Stats, die nicht so auf dem Live-Server erscheinen. Was eine Boah. geile Runde von der Arti. Nur Damage. Ah, 10er Batchet-Arti halt, ne? Die macht mich jetzt auch. Ja, die sind auch im Platoon. Ja. Das heißt, ich krieg jetzt gleich noch drei weitere Schüsse ab. Na hurra. Gott, ich hasse diese Artis so. Diese Batchet-Artis sind sowas von gemein. Weißt du, bei den anderen Dingern macht es einmal Rums und dann denkst du, okay, jetzt hast du erstmal Ruhe. Und bei denen, oh was, oh was, oh nochmal was.
Oh, was? Meh. Bing, Skorpion. Vielleicht kommt die Artillerie wieder. Ah, noch nicht. Oh. Gix ist der erste Verlage. Er zieht mir die Ketten dauerhaft. Nee. Wow, tolle Runde. This was a triumph. Sehr zähes Gefecht. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Die Lorraine sind wir heute schon gefahren. Und nochmal habe ich erst gesagt, keine Lust. Siehe Video von heute, wenn du so sehen willst. Jingles hat ein Video hochgeladen, wo er die ganzen Änderungen sagt. Nee, ich glaube, das waren die alten Fakten nach Lego Zucker. Ich glaube, das habe ich nämlich auch gesehen. Das waren mit Tier 1 bis 6 oder so, das waren die alten. Genau. Und die Änderungen, die für morgen erst, also die haben wir gestern erst gekriegt. Die wir morgen bekannt geben dürfen, die haben wir gestern erst gekriegt. Also, ne? Wie kamst du zu YouTube und Twitch? Durch Dograti und Gerogon, zwei Let's Player. Die haben gesagt, mach das doch mal. Wirst du bald mal Bollwerk-Taktiken vorstellen? Nein. Weil jeder Clan hat komplett andere Mitspieler, komplett andere Panzer und komplett andere Taktiken. Und das bringt überhaupt nichts, wenn ich da euch eine Taktik vorstelle, ihr die versucht nachzufahren und dann daran scheitert, weil ihr A, nicht die Panzer habt oder B, nicht die Spieler, die damit eingespielt sind. Ne, eine Taktik muss in Fleisch und Blut übergehen. So. Aber ich werde mal mit Jumbo mal wieder ein bisschen unterwegs sein, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Und dann gucken wir mal, was Jumbo da macht. So, Tier 9 wird's zu fahren. Jo. Also das gerade eben auch war ein klassischer Matchmaker-Fail. Was fahre ich denn da? Ach komm, nehmen wir den auch mal hier, VK. Aber hier fehlt irgendwie... Da. So. Fahrt mal bitte T30, den habe ich nicht. Heute hat Jingles ein Video hochgeladen, ja, dann hat er die NDA gebrochen. Erneut. Ah, erneut. Tatsächlich, World of Warships French Cruiser Update. Jo, das ist ein NDA-Bruch. Ah, geil. Gut. Paris, wie herrlich. Ja, dann werden wir das nachher auch nochmal vorlesen, kein Problem. Weil wenn der das macht, machen wir das auch. Ja, mach das lieber nicht. Ist mir scheißegal. Und Lego Zucker, ich kann das jetzt nicht abspielen, aber der sagt da wirklich, was sich ändert, oder ist das nur so ein Trollvideo, weil ansonsten ist jetzt blöd. Das ist ein 4-Minuten-Video, wo er gerade alles sagt. Guckst du das gerade? Mhm, was sich ändert. Ach, wie schön. Wenn die Leute sich an NDAs halten, ist toll, ne? Jetzt Quickie Baby, jetzt Jingles, also irgendwie im englischen Bereich funktioniert da gerade gar nichts. Das Schlimme ist, Jingles hat das schon mal gemacht. Ja. Und auch Quickie Baby. Boah! Ärgerlich. Die haben keine Handys, wir müssen hier. Ja, ich bin schon. Du bist woanders hingefahren. Ein VK haben sie und der steht mir gegenüber. Meine Lieblingsmap. Nicht Paris.
Nee, nicht unbedingt. Oh Gott. Also ich bin eigentlich ein Fan von Prokhorovka, muss ich ganz ehrlich zugeben. Naja, du fährst auch hier öfters Artillerie, ne? Also ich könnte jetzt 5 Maps sagen, die ich instant raus haben möchte, aber eine Lieblingsmap rauszupicken fällt mir echt schwer gerade. Echt, was willst du denn raus haben? Also ich würde Ensk rausnehmen. Ich hasse Charkow und Stalingrad. Paris ist auch nicht unbedingt mein Ding. Shit, die hat hier erwischt. Fährst du durch, dann greife ich hier an. Ja. Also ich mag Ensk, ja. Finde ich, nee, ich hasse Ensk. Du stirbst dich gerade durch den VK 28 und kriegst einen Stadtkartenkredit. Ja, der war. Der hat mir auch erst zum Schluss gefallen, der VK. Aha. Der hat hier eine richtig harte Zeit gerade, versucht die ganze Zeit hier mit Gold bei mir durchzukommen. Er hat aber noch nur die Tigerkanone, ne? So, mal gucken, wo kommen wir denn bei ihm durch hier? Unten wird's wohl nix. Ach Gott, die Kanone, ey, wieso ist denn die heute so unpräzise? So, Numia, magst du den mal kurz ins Sex schießen da? Ja, der Skorpion, okay. Was will er denn jetzt? Kommt aber sehr, sehr nah. Ey, der schiebt mich zur Seite. Danke, Löwe. So. Nein, Löwe, auf! Ja, man merkt, ne, der ist halt immer noch ein Untier, dieses große Ding. Oh, Kitty ist in Gefahr. Ich hoffe, die kriegen den Leid da raus. Ich hab mich gerade an dieses Rab in Gefahr erinnert. Kenn ich nicht. Rab in Gefahr? Okay, nicht. Ah, hast du gerade schon gesagt. Ah. Es ist nervig, wenn der Turm kaputt ist. Stade von Steingrad, findest du die besten, Max? Ne, ich hasse die. Ich mag allgemein Maps nicht, die sehr einseitig oder die nur für eine bestimmte Klasse wirklich gut sind. Boah, Löwe, ey. Besser kann man sich nicht hinstellen, um sein Ziel komplett vor Feindfeuer zu schützen. Hinter dir ist der. Ja, bin drauf. 5 Sekunden noch oder du machst ihn. Ey! Zieht er mir noch das Emmerich, die Sau. Oh. Nee, Kalf, ich glaube, der ist abgeprallt, der Schuss aus irgendeinem Grund. Und? Kommt die Artillerie noch? Nein. Ja, war eine gute Bildung. Aber keine gute Runde. Naja, für dich war das jetzt nicht so dolle, weil du hattest ja auch keine Gegner, ne? Das war wieder so ein Matchmaking-Ding. Kaum Heavies und naja. Der Gezocke der VK ist der 6er Light bei den Deutschen. Yushilke ist der erste Ferrado. Oh, ich habe eine Stahlwand mit 2700 abgewehrt durch Panzerung. So, habt ihr mal Lust auf die 10. Runde? Ich würde gerne mal wieder Maus fahren. Den VK 100 sind wir heute schon gefahren, Erziprax. So, darf natürlich Betty die Geschwindigkeitskuh nicht fehlen. Hi, Betty. Und wir haben neue Follower. Wir haben den John the Gamer. Wir haben Typus C, Irie787, Destroy LP und Dr. YOLO Elfu. Du bist heute noch gar nicht VK 100 gefahren. Doch, bin ich. Vorhin ging ein SCI auf Himmelsdorf. Da warst du auf dem Hügel. Mit dem Emil. Ah. Ich werde nach links oben fahren. Wart ihr rechts lang?
Legozeug, ich sage ja auch nicht, dass du jeden Panzer kennen musst. Ich wollte es dir nur sagen. Aber meinst du, es ist eine gute Idee, wir uns aufteilen? Ja, ich weiß nicht. Ja, dann kommt mal, bleibt mal hier, die fahren alle nach rechts, guck mal. Ich wollte eh nach links. Okay. So, Kitty, warte noch, bevor du runterfährst. Hi, Manny. Warships gibt es ab etwa 23 Uhr. Ja, vielleicht ein bisschen früher, mal gucken. Irgendwie habe ich heute Lust drauf. Was? Ja, mein Gott. Wer bist du und wo ist der echte Mo? Ja, der Frust ist halt jetzt schon ein bisschen wieder abgeklungen. Der Frust ist abgeklungen? Das letzte Mal, als ich was gehört habe, war das... Ich hasse dieses Spiel. Ja, das hatte aber nichts mit dem Spiel zu tun, das weißt du. Ach so. Ja, das weiß ich, aber trotzdem, ich hasse dieses Spiel. Das ist jetzt auch eine schöne Aussage. Ich hasse dieses Spiel, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Kommst du mal schneller? Nee. Du willst Maus fahren. Oh, sorry. Ich fahr mal runter. Irgendwie ist hier langweilig. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir hier unten überhaupt sein sollten, weil guck mal, da ist gar nichts. Ja, du hast gerade gesagt, die fahren ja eher nach rechts. Ja. Und da sind sie alle auch alle gestorben hier. Oder haben sie gar nicht. Ja, ich habe einen guten Turm. Ich werde mal schauen, ob ich da noch. Vielleicht kann ich ein bisschen Druck machen dann von unten. Ja. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt bin ich auf der komplett falschen Seite. Kannst du ja durch die Mitte zurückfahren? Da werde ich sterben. Ach komm. Dann komme ich mit durch die Mitte. Nein, 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 du bleibst bei Nubia. Ich bin viel zu lang damals, dass ich euch jetzt noch helfen kann. Ich werde durch die Mitte fahren, werde da sterben und euch Zeit erkaufen. Na, wenn du meinst. Na, jetzt wird er weg. Ihr müsst halt nur den Defender und die Grille rauskriegen, ne? Falls die Grille noch da ist. Ist so. Ja. Und der T95. Jetzt wird's nervig. Ich sehe schon, ich krieg hier nichts ab in dieser Runde. Oh Mann, ey. Ja, wenn man sich am Anfang für die falsche Seite entscheidet, ne? Wirbel doch nicht so viel, T90. Tja, am X, ne? Hier steht eine Maus. Dip, 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 dip. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, T54, hi. Oh, Scorpion, hi. Warum schießt da drüben von. Da drüben keiner. Los, komm, schießt auf den Scorpion. Na, T54, traust du dich? Nope. Ihr kriegt gleich Verstärkung, aber noch ist ein T49 hinter euch. Er hat sich erledigt, jetzt kriegt er Verstärkung. Ach nee, die stehen da schon die ganze Zeit, die kommen nicht näher. Also macht schön langsam. So, ignoriere ich den T110E5? Ja, nein, ja. Den ignorieren wir. Da ist die Badger drum gemacht. Oh, hi. Oh. Die Grille haut ab. Nee, die fährt hoch. Hat geschossen. Gold. 95 mit Gold. Ja, manche brauchen es halt. Ich hab schon die ganze Zeit. Vielleicht ist er genauso frustriert wie du immer in dem T59. Ja, jetzt macht er mir noch mal Fahrrad kaputt. Jetzt hat er umgeladen wieder, hä? Vielleicht ist Gold alle.
Nee, meine Gun ist kaputt und mein Fahrer. Naja, ich habe noch ein bisschen was abgekriegt, ist okay. Nicht die Welt, aber ist okay. Oh, das ist ja noch ein 1390. Komm her, komm. Komm zu mir. 1390, bitte. Nein, falsche Richtung. Nein, nicht zu Kitty und Nubia. Die hatten schon genug. Oh. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Doch. Es kommt ja extra zu euch. Nur weil ihr One-Shot seid. Ach komm. Nee, weißt du was? Weil du so doof warst jetzt. Weil du das gesagt hast. Deswegen ist er hergefahren. Oh, ich konnte meine Maus kaum ausspielen. Wie setzen sich die Credits und FreeXP bei jedem neuen Testserver start? Ich glaube schon. Mit der Maus immer über die Brücke? Nee. Wenn du da blöd getrackt wirst, bist du Arti-Opfer, falls es eine Artillerie gibt. Und ansonsten kannst du oftmals gar nicht zurückschießen. Ich mag die Brücke echt überhaupt nicht. Wenn du dann oben drauf stehst, dann können die vom Plateau auf in deine Seite schießen. Und dann ist vorbei. Also mit der Maus über die Brücke geht gar nicht. Mag ich nicht. So, okay. Hat man auch mal die Maus drin? Ein echtes Maus-Gameplay, ne? Quasi nichts gesehen. wie wär's denn nochmal mit Tier 6? Ich hab nochmal Lust auf Tier 6. Wie macht sich denn deine Drahtkammer? Die läuft und läuft und läuft und ich freue mich, dass ich sie habe. Vielen, vielen lieben Dank. Das Doofe ist, die ist komplett weiß, ne, und so schön beleuchtet und so. Ich sehe das halt nicht, weil ich ein gedämmtes Gehäuse habe. So, wir haben zwei neue Subscriber. Wir haben einmal Kommando 75, den hatten wir vorhin schon mal. Irgendwie ist er nochmal da, das sechste Mal in Folge. Vielen, vielen Dank, lieber Kommando. Und dann haben wir Tower 0149 als neuesten Follower, als neuesten Subscriber. Komplett neu in der Herde. Danke, lieber Tower. Dreifaches Tippet nur auf Tower. Dankeschön. Nun, Matthias, wie es mir geht. Ich bin verdammt müde. Ich hatte heute keinen Kaffee. Ich habe sogar eine Stunde geschlafen vor dem Stream, ne? Deswegen war ich wahrscheinlich so komisch und deswegen haben mir ungefähr 3 Leute geschrieben, ob alles okay ist. Und ungefähr jeder zweite Kommentar im Chat war, lach doch mal oder geht's dir nicht gut? Doch, ich bin nur müde. Mir hat's ja vorgeworfen, ich hätte es nicht mal gesehen. Aber wie auch, ich war essen. Oh, ey, wir haben einen neuen Subscriber, der liebe Arnien. Arnien ist das 5. Mal dabei. Vielen, vielen Dank an dich. Dreifaches Hippipmu und irgendwie fährt alles darüber. Ich fahre runter zu Nubia. Gidi, kommst du mit? Echt? Okay. Klar, wieso nicht? Und wie solltest du das dann sehen? Eben. Aber das wusste Nubia nicht, weil ich ja war. Nein! Essen. Nein, ich hab gesagt, dir ist es nicht aufgefallen. Nicht, dass du das siehst. Stille. Hi, Noah. Noah? Was sollte ihm denn auffallen? Dass ich weg bin. Ganz klar. So, den treffen wir doch nie, oder? Den treffen wir nie. Ich hab unter durchgeschossen. Ja, ich nicht. Wir haben einen neuen Subscriber. Avril Dalton, 89, das dritte Mal in Folge subscribed. Avril, vielen, vielen, vielen Dank. Dreifaches Zippen auf Avril Dalton, 89. Dankeschön. Oh Gott, die Daltons. Lucky Luke. Wo ist Lucky Luke, wenn man ihn braucht? So, wir haben auch ganz viele neue Follower. Wir haben den Ghost Kyler 113. Wir haben... Oh, das war schon. Der Rest sind die Sava. Vielen, vielen Dank. Oh Mann, der Mu. Hier steht alles ähnlich. Ich bin halt bei den Artis hier hinten. Ja, wir sind irgendwie egal wo in der Unterzahl. Wie geht denn das? Ach, wegen dem Bernd Hellkitz da in der Mitte. Oh ja, egal. Das hier unten, ja, ich komm zurück. Hier ist nichts. Wieder falsche Richtung. Mann. Normalerweise, ne, fahren die selten in die Stadt. Dann kommen die alle hier unten über den Süden, weil sie es toll finden. Und jetzt dachte ich mal, okay, hast du ein Riesenrohr, ne? Kannst du irgendwas wegpusten und dann kommt da nichts. KV2 traurig. Hätte der Mann mal einen Navi, Hustust. Tja.
KV2 traurig. Aber gut, dass wir nicht in die Stadt gefahren sind. Ich glaube, da wäre es ganz, ganz schnell vorbei gewesen mit uns. Oh, Nubia ist auch schon tot. Nein, Nubia, wir hätten dich noch gebrauchen können. Du bist nicht gut in sowas nett sagen. Was? Wieso? Es war nett. Nein, das Nubia war nett. Ist auch schon tot. Ja? Wir hätten dich noch gebrauchen können. Ja. Als ob ich mit Absicht gestorben bin. Weiß ich doch nicht. Weißt das du, weißt nur du was? Weißt du doch nicht? Nein. Wie oft sterbe ich mit Absicht? Keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht. Wie soll ich das beantworten? Nie. Das wäre eine absolute Vermutung. Mann, hier kommt aber einiges. Umso besser. Von links ins IKVs. IKV und Hellcat, das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich muss da schnell rüber. Los, KV2, gib Gas. Oh, komm, Heat. Ja, der hat halt Heat als Hauptbewaffnung, das merkt man. Turm kaputt, nicht so schön. Der hat nicht nur Heat als Hauptbewaffnung, der hat nur Heat. Yep. Nein! Nein! Au! Puh, Glück gehabt. Da ist immer noch die Hellcat da hinten, ne? Ja, und die Artillerie. So, Mathilda, was wolltest du? Du wolltest doch eben was sagen. Na, Mathilda, komm raus. Jetzt kommt aber gleich die Artillerie hier rum, dann ist vorbei. Ist der schon wieder da? Hä, wie kann denn der auf mich... Der schießt durchs Fenster! Ich glaube, es hackt, das habe ich noch nie gesehen. Mist daneben. Krasse Sache, das ist ein Fenster. Okay, gut zu wissen. Klar, ja, danke fürs Folgen. 8 Sekunden noch. Dann wirst du sterben, du kleine Dumme. VK vor dir. Ja. Und der Schutzwand kommt auch. VK ist ein Problem. Nein, wie kann man denn da daneben schießen? Ich weiß es nicht. Der Geist der Revolution hat mich verlassen, habe ich das Gefühl. Oh. Mein KV2 ist des Todes. Ha, doch nicht. Okay, Mathilda, komm her. Oh, was? Nicht tot? Ach, Mann, was ist denn heute los? Weißt du, was richtig geil ist? Was denn? Oh, oh, KV. KV2 ohne Kanone, ohne Röhre. Und ohne Schützen. Ja, das ist echt geil. Au. Ja, Funkgerät hast du auch nicht mehr, brauchst du eh nicht mehr. Das ist April, ich habe das Video von WG gesehen. Meinst du das mit dem Modus über den Mars? Den Modus gab es tatsächlich auf Konsole. Nur auf Konsole, leider. Ah ja, Heat halt, ne? Aber die Hellcat ist halt noch da, Vorsicht. Nubia, du bist cool, gib Move Pfeffer. Na, danke auch. Das steht bei dir im Chat, ja? Ja. Weißt du, was bei mir steht? Nein. Hey, habt euch lieb, ihr drei. Du siehst ja die Tendenzen. Ah, das ist die Hellcat. Ab hinters Haus. Und jetzt warten, bis du wieder zu bist. Hoffentlich kann er unten nicht durchballern. Aber jetzt geht er gleich auf. Wenn, dann ist es völlig egal. Ich würde nicht mehr das Fenster hier vor mir treffen. Das ist wahr. Ganz gut. Mastermind 1980 hat das 7. Mal in Folge subscribed. Mastermind, vielen, vielen Dank. Dreifaches Hip-Hip-Move auf Mastermind. Dankeschön. Mach weiter so, Mu, schreibt er. Danke. Und wir haben neue Follower. Wir haben RSC1993, Maxwell und Flyer mit vielen Zahlen. Huh. Und schaut auch mal bei Nubia vorbei, twitch.tv/nubiasinnet oder Ausrufezeichen Nubia. So, wow, hat die Kanone mich aber ganz schön im Stich gelassen hier, ne? Wow, 6 Schuss und gerade mal 3 Treffer. Ach, Russenkanonen. Übertriebene Russenkanonen. So, schmeißt mal was rein. Warum hat man in World of Warships ein U-Boot im Hafen? Das ist ein schlechter April-Scherz.
Weil alle mal rumgeheult haben, sie möchten gerne ein U-Boot. Jetzt haben sie ein U-Boot und es steht halt nur rum und schmilzt. Ja, also die hätten sich wenigstens einen kleinen Modus dazu überlegen können. Naja, naja. Es ist halt sinnlos. Und dann ist es auch noch ein russisches U-Boot, ja. Weil die Russen und ihre U-Boot-Flotte ja so dermaßen deswegen bekannt waren. Deswegen heißt ja der Kapitän auch Russian Bias. Ja. Eine Schuka-Klasse. U-Boot. Kennt man nicht, weil gab's so nicht viele von, ne? Ich hätte mich ja über einen amerikanischen. Ich hätte ja fast damit gerechnet, die nehmen einfach Yoda und schmieren einen neuen Skin drüber, damit die sich die Arbeit von dem Grafik sparen. Aber dann hätten sie ja ein japanisches U-Boot drin, wovon es nur drei gab. Also, weiß ich nicht, ein Typ 21 oder so wäre schon cool gewesen von den Deutschen. Oder eine Gato-Klasse von den Amerikanern. Aber nein, ist doch egal, man kann doch eh nichts damit machen. Sie nehmen ein russisches U-Boot, was einfach keine Sau kennt, weil die Dinger einfach nie irgendwie großartig dolle im Einsatz waren. Außer, dass sie auf irgendwelche Minen gefahren sind. Ne? Dafür sind sie berühmt. Schnitzel TV und Astor 1966 und Astor 1984, das ist ein Name, also Astor und Astor. Ah, und Code Drummer 60 sind die nächsten. Ganz cool. Dark Knight 668 hat das 17. Mal in Folge subscribed. Absolute Veteranen-Kuh. Vielen, vielen Dank, lieber Dark Knight. Dreifaches Hip-Hip-Move von unserem Veteranen Dark Knight. Dankeschön. Und Tank Striker ist neuester Follower, also wie Cookie mit vielen Zahlen und Shepard HM. Nano schreibt, wir kriegen diese Woche noch Ankündigung für ein großes Event bei WWS. Wahrscheinlich hatten die einfach zu wenig Kapazitäten. Ja, das hast du im Discord auch geschrieben. Mhm. Was für ein Event? Das weiß man nicht. Ein großes. Okay. Bin ich gespannt. Vielleicht ja nochmal was zum Spielen oder so. Vielleicht. Haben sie nicht hier diese Highschool-Fleet da auch angekündigt? Mhm, für den Asia-Server. Ah, Fury, ja. Ob es zu uns kommt, weiß ich nicht. Aber viel gab es da auch nicht zu sehen, weil es waren halt ganz normale Schiffe aus dem Zweiten Weltkrieg halt und das war's. Ne? Die waren nicht bunt oder so, die hatten keine Fahnen oder sonst was, nix. Also weiß nicht, was die da wirklich großartig machen wollen. Naja, die hatten schon einen eigenen Skin. Echt? Sah jetzt nicht so aus. Ja. Aber Kapitäne kann ich mir halt vorstellen. Ja doch, die waren doch so mit einem schwarzen und einem roten Streifen. Okay. Ich will die Katze. Die dicke Katze. Ja, die hätte ich gerne als Kommandant. Wird es wahrscheinlich nie geben. Den Teddy gibt's auch. Ja, aber auch erst nach Bitten und Flehen. Ich fahr mal da runter. Weißt du schon, ob die Testserver wieder online sind? Müssten. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich gucke mir Testserver niemals beim ersten Mal an. Weil sich ja doch alles ändert. Oh, Amix. Vorsicht, Amix. Der T30 hat bei mir keinen Kommandanten aus. Ich habe dann so eine Liste mit Panzern, wo du die Panzer und Schiffe siehst, die bei mir einen Kommandanten oder eine Crew oder sowas haben. Den Befehl habe ich gerade dafür vergessen, aber den kann ja mal jemand machen. Natürlich trifft das Ammo-Rack. Kitty, lass mal nicht erst drei vor. Ich will hier nicht mehr sein. Nee, dann geh. Wie viele Schüsse hat denn der? Lassen. Also einer hat jetzt auf mich gesetzt. Ja, und irgendwie zwei auf mich. Boah, und drei auf Kitty, also muss er sechs Schuss gehabt haben, oder fünf. Ja, ist ordentlich was los hier. Ja, nicht, dass du nachher wieder dich beschwerst, dass du nicht genug zu schießen hattest. Ja, nee, das wird hier nicht passieren. Sieht bisher gar nicht mal so schlecht aus. Ein paar Schüsse versemmelt, aber geht eigentlich. Ah. Der SD könnte ein Problem werden, den müssen wir uns gemeinsam holen. Rechts wäre noch ein T25, wer drauf schießen kann. Ich habe ein anderes Problem, ich bin fast tot. Ja. Aber niemand kann dich holen. Ohne selbst dabei drauf zu gehen. Nein, Amorek das zweite Mal vom T25, weil keiner drauf geschossen hat. Nah. Gott, wenn keiner schießen kann, kann keiner drauf schießen. Ich freue mich so dermaßen auf das Update, wenn ich mein Repair-Kit zweimal benutzen darf. Da freue ich mich wirklich drauf. Mit dir kommt man doch nie durch.
Der ist hier, eins kommt mich holen. Fahr mal einen Tick zurück. Ach, ich bin ja immer noch im Reload. Wundert mich gerade, wieso es so lange dauert, aber ja klar, Emmerich. 9:0. Ja, läuft, ne? Aber ich komme jetzt nicht mehr durch bei dem. Oho, Dingens. Warte mal, hier war da irgendwo ein Panther, ne? Der steht da hinten bei uns. Ach, fuck, der WT. Check ihn nicht. Nein! 11:1. Der WT steht da. Okay, bin drauf. Nein! 11:2. Ja, aber wir haben halt alles gegeben, ne? Na los, Hase, schließ dich uns an. Ja, ja, dann. Spring da einfach runter. Okay. Was? Ja, du stirbst ja nicht, das wusstest du. Ja. Arsch. Er ist tot, Jim. Was, du hast den Gupp-Film gesehen? Was ist denn der Gupp-Film nur? Ja, da ist besagter WT. Ramming Speed. Dafür ist der E50 da, für Ramming Speed. Ja, irgendwie ja nicht. Doch, du hättest nur weiterfahren müssen. Ja, ging nicht. Hab die Kurve nicht gekriegt. Oh, dieses Emmerich. Ach stimmt, du hast ja Emmerich. Frag mich, wieso schießt der denn nicht? Nein, nur das ist so ein bisschen ungewohnt. Typus C und Ursturm Junior, die letzten Follower. Welchen Panzer findest du besser, T10 oder SDI? Ich bin beide schon lange nicht mehr gefahren, kann ich dir nicht zu sagen. SDI bin ich, glaube ich, noch nie gefahren, weil brauchte ich nicht. Testserver ist noch down, okay. Ja, die könnten auch mal Güls und Panzer nach Europa holen. Haben sie doch, warte mal, bei Konsole war das, glaube ich, da haben sie jetzt wieder einen Panzer 4 drin. Für normales WRT halt mal wieder nicht. Normales? Bestimmt, ja, bei Blitz. Nee, nicht nur bei Blitz. Ich habe letztens eine Pressemitteilung gekriegt, da war das hier auch für Konsole. Da haben sie einen ohne Cell-Shading. Also bei Blitz war ja einer mit Cell-Shading und so, der halt so aussah wie dieser Comic-Panzer. Und für Konsole gab es den jetzt auch, oder auch angekündigt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Konsole. Irgendwas war da. Und für WOT-PC mal wieder gar nichts. Das nervt richtig. Gleichberechtigung. Ja. Und der liebe TFL 1964, vorhin erst gefollowt, jetzt schon subscribed. TFL, vielen lieben Dank, dreifache Zippet Move, unser neuestes Mitglied, Dankeschön. So, jetzt haben wir gerade einen doofen Map-Pool, aber ich versuch's trotzdem. EN100. Haut mir mal ein paar EN100s in den Chat, bitte. So, wir haben neue Follower, wir haben Max Jakob. Wir haben Ursturm Junior und Private Nox Who und Tankstriker. Können wir mal WOT Blitz aufnehmen? Nein, da habe ich Kitty und da habe ich Nubia. Und man kann ihn nur zu zweit fahren. Genau. Was ich ein bisschen doof finde. Konsole hat auch noch den WT auf ihren 100, echt? Und Noah schreibt, PS4 ist der Panzer 4 und Blitz hat den Tiger 212, aber hat nicht die Konsole auch den Tiger 212? Keine Ahnung. Oh, warte mal, ich habe da vorhin was gelesen, was ich ganz interessant fand. Da muss ich nochmal kurz gucken. Da gab es eine Pressemitteilung und zwar, Wargaming geht jetzt unter die Sponsoren. Genau, für 24 Stunden von Le Mans wird das AT Racing Team, also das ein österreichisches Team, komplett im Panzerlook auftreten. So, also falls ihr ne, Motorsportfans seid, Le Mans demnächst mit World of Tanks Fahrzeug. Das wird bestimmt lustig. Streets, danke für den Follow. Oh, ich habe die Push-to-Talk-Taste ausgelassen. Danke für den Follow. Bei uns ist es Willi Werkel. Huh. So, WWS kommt gleich. Ja, ich denke mal so 15 bis 20 Minuten, halbe Stunde. Aber wenn es gut läuft, sollte man aufhören mit WOT. Gibt es eine Möglichkeit, nur den WN8-Counter jetzt mal zu besitzen, nicht das ganze Modpack? Naja, du kannst ein Modpack nehmen und alles deinstallieren, abgesehen von deinem WN8-Ding. Das Modpack
fast alle Modpacks, die draußen sind, ne? Ob es Pro-Mod ist oder das Oder-Mod ist, falls es überhaupt noch gibt, und GDZ, kann man alle individuell gestalten. Du kannst installieren, was du willst. Ne? Für manche Sachen braucht man ein paar andere Mods, aber so wie XVM oder so, aber ansonsten, klar, warum nicht? Geht alles. Ach so, nur, okay. Ich habe jetzt zum Beispiel auch extrem wenig Mods drauf. Ne? Ich habe nur Kleinigkeiten, die halt das Spielgefühl ein bisschen angenehmer machen. Zum Beispiel hier meine Muku als Symbol und so weiter. Naja, Kleinse, ob das ein Vorteil ist, dass man den WT auf ihren 100 hat, noch hat, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe auch nur Statistik und einen anderen sechsten Sinn-Sound. Genau, das kann man aber auch ohne Mutz machen. Ich wollte halt nur die Lampe, die finde ich echt blöd von Wargaming. Die mag ich nicht. Ist nicht meine Welt. Oh, ich kann hier auf nichts schießen, weil hier nichts ist. Aber Artillerie haben sie, ne? Gleich drei Stück. Oh, Typ 62. Ach komm, der Typ 62 steht auf G3. Der wird nervig. Der wird richtig nervig. Oh. Da ist er. Natürlich ist das Amorek weg. Achso, Xbox One hat. Achso, die haben auch nochmal alle Unterschiede. Echt? PS4 und Xbox One haben auch nochmal Unterschiede. Das ist sehr nervig. Kitty, zieh dich. Lass sie zurückfallen. Komplett zurückfallen lassen. Nicht da vorne kämpfen. So kann ich dir überhaupt nicht helfen. Und das ist schön, dass es für dich die schlechteste Position ist. Ich habe auf der Position schon viel Gutes gehabt. Nubia, stellst du dich mal auf B5? Du müsstest uns helfen können. Und wir haben einen neuen Subscriber. Soleil, hey! Die Maddie ist da. Hi, Maddie. Wie geht's dir? Die Maddie hat am Samstag einen 24-Stunden-Stream. Schaut mal vorbei. Wird sich bestimmt lohnen. Eine Maddie, die komplett ohne Schlaf auskommt. Kitty, zieh dich zurück. Bin hinter dir. Weiter zurück. Weiter, weiter, weiter. Ja, oder so. Aber egal. Nicht hier kämpfen. Wir warten, bis die rüberkommen. Hat doch gepasst. Ja. Ist doch nichts mehr da. Wieso bin ich jetzt hier? Wir können hier durch die Mitte oder außenrum, aber außenrum ist ein... Ja, ich finde außenrum immer doof. Aber gut, wir können es mal von zwei Seiten versuchen. Ja, Mini-Matrix, der Waffenträger ist nicht imbar. Der ist unbalanced. Hm. In den richtigen Händen ist er viel zu stark und bei jemand anderem ist er... Imbar heißt ja unbalanced. Imbar heißt unbalanced? Ja, imbalanced. Du weißt. Aber Englisch, imbar, ne? Wird das nicht immer benutzt im Sinne von... zu stark? Ja, meistens fällt einer Unbalance irgendwie auf, wenn er zu stark ist und die Leute drüber heulen. Kannst du den Link des Streams nochmal reinschreiben? Ihr müsst einfach nur auf die Soleil Stream klicken. Das reicht schon. Das ist die orangene Dame bei uns im Chat. Ich glaube, ich wäre zu alt für den Quatsch. Ich glaube, nach 12 Stunden würde ich aus dem im Sessel liegen und sabbern. Bing! Oh, das war was Großes. Ja. Danke, STH2. Ich glaube, der war für mich. Macht mal was auf. Ihr habt heute noch gar nichts getroffen hier. Wie war das? Eine ganz seltsame Runde. Eine extrem seltsame Runde. Ich will da nur auf Dinge schießen. Och, Menno. Oh. Das ist jetzt Wahnsinn, was ich hier mache. Aber ich will eigentlich nur auf Dinge schießen können. Ich komme halt auch nicht durch, ne? Wow, T55, das war blöde. Oh, komm. Ich lag gleich HE oder Heat, ey.
Wie alt bist du? Ich bin 32. Ne, also 30 und plus 2. Nah am Tod quasi. Tatsku. Der liebe Spooky 1990 hat gerade das vierte Mal subscribed. Spooky, vielen, vielen Dank. Dreifache Zippet nur von unserem Spooky. Dankeschön. So, wir haben neue Follower. Wir haben Pinsgauer 79, Nightmace und Bröselkeks. Huh. Und ich habe echt nichts getroffen in dieser Runde. Das ist unglaublich. Habt ihr wenigstens was getroffen? So. Ja, ich habe ganze 330 Schaden. Aber ein Kill. Oh Mann. Tja, Soleil ist auch 30. Naja, siehst du, auch nah am Tod. Wunderbar. So. Oh Gott. Hier, guckt euch das an. Kitty mit 4200 und ich mit 330. Oh mein Gott. Was für ein krasser Unterschied. Okay. Tja, ich bin nicht von der Front abgehauen. Ja, irgendjemand musste ja in die Mitte, weil ja keiner da sind. Wenn die da einfach durchgepusht hätten, unser Arti geholt und das wäre dann böse gewesen. Okay, was machen wir? Habt ihr irgendwas Lust? Irgendwie einen lustigen Panzer, euer Lieblingspanzer oder sonst was? Nö, ich bin durch. Ich bin nach dem Tod mit 32, dann bin ich wohl schon ein Zombie. Ich bin 35, könnt ihr mich mumifizieren, bitte? nicht umsonst, weil George Clooney mehrfacher Man of the Sexiest... Sexiest Man Alive. Genau, und na, im Alter wird's besser. Habe ich mir sagen lassen. Okay. Machen wir denn? Oh, ich will mal den fahren. Warte mal, wieso ist der nackt? Wieso bist du nackt? Ich hatte dich mit Gold angemalt. Wargaming. Haben sie mir das wieder weggenommen? Kuhflecken? Bunte Kuhflecken oder... Nein, hier. Kuhflecken und Streifen. Was machen wir da für einen Schriftzug drauf? Was fährst du denn jetzt? Den großen M6 angepasstes Matchmaking. Matchmaking. Okay. Warlock. Honey. King Kong. Ich glaube, ich nehme King Kong. Aber ich glaube, King Kong habe ich schon, oder? Fireball. Brothers in Arms, nee, geht gar nicht. Klingt wie ein französischer Film. In God We Trust Never. The Babe, okay. Oh, was haben wir denn da noch? Hier hinten wird's schräg. Was zu, warum haben wir japanische Schriftzeichen hier hinten? Chinesisch. Ah, okay. Ja, stimmt. Ja, weißt du, nehme ich dir einfach mal das Ding hier. So, kaufen. Das ist schön, Matchmaker. So, was nehmen wir denn für ein Logo? Komm, machen wir das auch noch verändern hier. Was nehmen wir da? Peace-Zeichen? Dritte Saison für irgendwas? Nee. Alles doof. Nehmen wir da. Ich hätte gerne was Buntes. Ah! Was zum... Sorry für die Musik. Die geht gerade nicht weg. Scheiße. Also, sorry für die Musik, das war ein Fail. Der liebe TFL1964 hat gerade 15 Euro gespendet. Ich feiere die tanzende Kuh. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber TFL. Dankeschön. Dreifacher Zip im Hof.
TFL. Und warum habt ihr gerade Musik gehört? Ganz einfach, weil da irgendwo noch ein Donation Ghoul aktiv war, was aber nicht angezeigt wird und ich es nicht benutzte. Aber anscheinend haben wir irgendwie heute genug gespendet gekriegt. Vielen, vielen Dank. Sorry dafür. Ne? War ein Einstellungsfehl. Ich nehme den Koala. So. Also, vielen Dank, lieber TFL. Dankeschön. Und sorry für die Musik. Das war selbst mir zu laut. Was hältst du von World of Tanks auf den Konsolen? So, und lustige Banane hat nochmal 5 Euro gespendet. Was hältst du von den World of Tanks auf Konsolen? Keine Ahnung. Also, ich finde sie hübscher, das, zumindest was ich bisher gesehen habe. Aber ich habe es nie gespielt, weil ich keine Konsole habe. Okay, ich wäre soweit. Angemalt, bis zum geht nicht mehr. Riesending, das Ding. So. Ich würde sagen, wir fahren alle drei auf den Hügel. Da wird uns nämlich alles entgegenkommen. Ja, nein, vielleicht? Ja. Lubia? Ja. Okay. Warum seid ihr so still? Weil ich noch was gucken musste. Ja. Ich muss erst auf die Antwort des Amtes fragen, ob das genehmigt ist. Weil wir noch nicht genug Bürokratie in Deutschland haben, ne? Genau. Wow. Stiller Show streamt, schreibt, kannst du mal den 110 fahren? Ganz ehrlich, du bist der Erste, der den 110 sehen will. Das Ding ist Quatsch. Der ist nicht so dolle. Der muss mal überarbeitet werden. Aber er hat ein Brett vor der Wanne. Hat er? Ja, das braune Ding vorne ist ein Brett. Okay. Ist doch der, der dauernd brennt. Ja, so ungefähr. Nee, der 110er ist eigentlich kein schlechter Panzer. Das Problem ist, dass er A, noch nicht im HD-Modus ist. Das heißt, er hat noch extrem veraltete Panzerungsmerkmale. Und B, seine Kanone ist nicht sonderlich dolle. Die ist zwar präzise, aber boah, schießt langsam. Ja, Ruhe, irgendwann ist vorbei, ne? Und er ist einfach langsam. Er ist wirklich langsam. Er sieht schnell aus, ist er aber nicht. Der IS-3 ist ihm in allen Belangen überlegen. Der wird auch in Clan Wars und Co. nicht mehr benutzt. Zumindest bis zur Überarbeitung. Der muss wenigstens annähernd irgendwas haben, was ihn vom IS-3 abhebt. Und das hat er nicht. So, wir haben nur 192 Pen. Oh, hi, Petten! Oh, die kommen jetzt durch hier bei mir. Das sieht nicht gut aus für mich. Zurück, Kitty, zurück. Die sind zu nah dran. Vorsicht, nicht die Seite zeigen. Nicht anwinkeln, das Ding. Boah, unpräzise. Ah, jetzt kommt er mit Gold. Danke, Nubia. Kitty, wir müssen einen Tick weiter zurück. Das wird hier nichts. Wir müssen weiter rumkommen, wenn sie uns holen wollen. So dass wir den in die Seite schießen können. Genau so. Hoffen wir einfach, dass die Artillerie hier nicht reinhalten kann. Oh, Schaden durch Abklärung. Oh, schön.
Na, wollt ihr jetzt nicht mehr? Los, T54, mach mal was. Los, mach mal was. Die kommen gleich alle von der anderen Seite, ne? Nee, hey, doch nicht. Irgendwie wollen die nicht. Boah, guck dir das an. Wie so ein Schwarmfische. Kommt raus. Ich weiß, du willst es. So, ich habe geschossen. Los, Amix, komm raus. Oh nein, Kitty hat jetzt auch geschossen. Das ist jetzt nicht gut. Oh, Glück gehabt. Nein, ich habe Nubia getroffen. Oh, abgeprallt, Gott sei Dank. Und ich bin gleich raus. Oh, Nubia auch. Kitty auch. Ja. Mann! Ah. Warum ist der T-54 da rechts nicht rumgefahren? Warum? Wir halten hier ewig lange aus und der fährt nicht rum. Der ist voll HP. Ah, diese Pfeifen manchmal. Go, go, Nubia. Ramming Speed. Ja. Da haben wir uns viel zu viel fressen lassen hier. Was wir hätten machen können, wir hätten uns hinten hinter die Treppe da stellen können. Na, daran habe ich nicht gedacht. Egal. Ja, nur ich glaube, der ist jetzt Capri Sun, ne? Wer heißt? Wie? Wo? Er hat gefragt, seit wann gibt es keine Capri-Sonne mehr. Und ich möchte meinen, die wird allgemein in Capri-Sun umbenannt. Echt? Ja. Ist ja eklig. So. Sag mal nur, was hältst du denn vom Kanonenjagdpanzer? Weiß ich nicht, hab ihn nicht. Der soll wohl mal gebufft worden sein, aber ich fasse das Ding nicht an. Ich bin kein TD-Fahrer. Ich will auch keine TDs fahren. Gezeichnet vom Test. Wie gesagt, fass den nicht an. So, weil ich das hier nochmal lese, ne? Ich feiere deine tanzende Kuh. Die tanzende Kuh wurde von dem lieben Randy Fu gebaut und die gibt es tatsächlich auch zu kaufen und auch sein Fuchs und noch andere. Also jetzt ist, glaube ich, gerade ein Pokémon in der Mache. Er animiert die per Hand, ne? Live im Stream und verkauft die dann. Also wenn ihr Lust habt und selber mal irgendwelche Videos oder Streams machen wollt und da euch noch irgendwas, dieses spezielle Etwas fehlt, schaut mal unten unter dem Stream, wurde verlinkt zu den Voxel Brothers. Einfach mal draufklicken. Lohnt sich. Genau, gestern war Renner an einer Eule dran. Das ist dieses Pokémon. Das kenne ich aber nicht, weil ich kenne nur die erste Generation. Aber er meinte halt, das ist ein Pokémon. Und jetzt animiert der Pokémon. Ja, das ist das. Er darf sie dann halt nicht verkaufen, ist klar. Aber ja, ihr könnt zusehen, wie Pokémons entstehen. Das ist ziemlich cool. Ein Hut, glaube ich. Genau, Hut. Ich warte aus Pummeluff. Ne? Pummeluff ist das einzig wahre Viech. Ich will ein Mio. Nix, Pummeluff. Und ein Snobelikat. War das nicht die Weiterentwicklung von Miauz? Genau, das muss er auch machen. Muss ich das sagen? Nee, also der hat wirklich ein Händchen dafür. Er macht das wirklich sehr, sehr gut. Und schaut mal vorbei, es lohnt sich. Und die Viecher kommen dann auch irgendwann alle bei mir auf T-Shirts. Ne? Wenn ihr Lust habt und irgendwie was dahingehend sucht, ich wurde ja immer mal wieder gefragt, ja, wird es demnächst geben. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir jetzt von rechts eins auf den Deckel? Ich glaube nicht. Nee, Glück gehabt. Oh, Nubia, da kommt einiges auf uns zu. Naja, ich bin auch irgendwann da. Ja, wir bleiben mal links, ne, wegen der Artillerie. Oh, T34, Vorsicht. Oh, T34, das sieht nicht gut aus für dich. Rechts kommt ein Prot. Kann ich nicht drauf schießen?
Ach, verdammt, so viel zu. Bleib mal links. Magst du mich vorlassen, Nubia? Ja, geh. Okay. Ah, was will der denn hier? Au, Jagdtiger. Vorsicht. Na! Ah. Weißt du, die sitzen tagelang in dem Panzer zusammen, wochenlang teilweise, also ne, mindestens 100 Spieler. Und dann nennen sie ihn, der Fahrer ist geliefert, ja? Nennt ihn nicht mal beim Namen. Wie gemein. Vielleicht hilft es damit umzugehen. Ja, wahrscheinlich. Kitty, ich komme mal zu dir. Weil T13 so, der kann ich jetzt one-shotten, ne? Ja, es sieht nicht gut aus für uns. Oh, diese Riesenkanonen immer hier, ne? Vom T-30 zum Beispiel. Hilfe. Ah, kann nicht überall gleichzeitig sein. Wieso haben wir null Support? Ah, jetzt schießt der auf mich. Ach, Gottes Willen. Ich hab ihn nicht mal angekratzt. Boah, ist der riesig. Ich bin so klein. Ja, und ich bin tot. Ja, ach Mist. Wir hätten da nicht so schnell sterben dürfen. Aber was willst du machen gegen zwei Jagdtiger und einen T-30? Da kannst du nichts machen als nur Achter. Keine Ahnung, wo unsere ganzen Neuner hin sind. Ach, alle tot. Ja, super. Was schreibt dein Pokémon ist doch Miltank. Keine Ahnung. Ja, es gibt anscheinend ein Kuh-Pokémon. Ich habe es nie gesehen. Wie gesagt, ich kenne tatsächlich nur die feuerrote Version, die rote Version und die blaue Version. Um Gottes Willen. Das ist eine pinke Kuh. Eine pinke Kuh. Ja, das ist doch niedlich. Ich habe dir mal einen Link bei Skype geschickt, Kasi. Der hat aber eine Batman-Maske auf. Und riesige Euter. Was soll diese Kugel da hinten am Schwanz? Der sieht ein bisschen sehr nach SM aus. Eine rosane SM-Kuh, okay. Ja, nee. Pummeluff. Nein. Doch. Nein. Ich finde die fette Version hübsch. Da gibt's noch eine Version? Ich habe die Übersicht, ist im TS im Link. Jetzt gucke ich mir hier Pokémon an. Ich, so weit ist es schon, ne? Wieso? Der sieht doch genauso aus. Ach, da oben rechts der. Ja, der ist ein bisschen fett. Aber, sorry, ne? Schwarze Maske. Hinten so eine Keule am Schwanz und ein riesen Euter. Das ist... Nee. Nope. Nope. Das ist nicht meins. So, okay. Was machen wir? Ich würde sagen, letzte Runde, bevor wir rüber zu World of Warships springen. Und dann fahren wir mal diesen komischen 110er hier. Komm. Schau mich mal. So, wir haben aber ganz viele neue Follower. Wir haben Dominik Baumast, wir haben Leonard mit vielen Zahlen. Dann haben wir Thrash for Play, den XBX Sick, dann X Slain, Battlecav, Metro Classic, Raynox 01 und Hellslayer 3K. Außerdem haben wir den lieben. Na, wo ist er hin? Oh, Moment, ich hab's gleich wieder. Hater Number One. Hater Number One hat nämlich das 17. Mal subscribed. Das habe ich vorhin gar nicht mitbekommen. Ich glaube, da war wieder irgendwas laut. Hater Number One, vielen, vielen Dank. Dreifach Sippe Mu auf 17 Monate Support von Hater Number One. Dankeschön. Und sorry, dass ich dich überlesen hatte.
So, fahren wir nach links, ne? Also geradeaus. Die Kuh als Stofftier würde ich kaufen. Ja, wir arbeiten dran. Nee, am Anfang, ich bin gerade in Verhandlungen mit einem Shirt-Shop, ne, dass wir da ein paar Logos und so weiter auf die Shirts kriegen. Und dann gucken wir mal, ob es euch überhaupt gefällt und welche Logos darauf kommen. Könnt ihr dann entscheiden. Ah. Ich hab nicht gedacht, das war der 112er mit dem Brett. Ja, der hat kein Brett hier. Aber der 112er hat eins. Vor dem Turm, also quasi Brett vor dem Kopf. Ah. Weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Die haben meistens alle nur so ein Holzding, aber naja. Der Premium-Chinese, der war's. Dann können wir uns gleich angucken, hab ich ja auch. Wieso fährst du 110er freiwillig? Weil irgendjemand fragte und jetzt war ich neugierig. So, neuester Follower ist Dave KK. Oh, M6 ist. Oh, der fällt. Der wäre fast umgefallen. Lohnt sich die 110er Reihe? Ja, weil der 113er ist sehr, sehr stark. Nee, wie heißt er? Doch, 113, ne? Ja. Stimmt, ich verwechsel den immer mit dem 112er. Ja. Der 113er ist sehr, sehr stark. Der ist wirklich geil. Der WZ ist okay, also der davor. Aber der 8er, der 110er ist wirklich. Ne? Nicht so dolle. Oh, wir werden im 7. überrannt. Hier oben wird kaum was kommen. Oder M6. Einfach drauf. Wo ist denn die Schachtstelle? Oben links am Turm. Oder man fährt einfach drum rum. Aber ich habe jetzt halt einer vom T-34 gefressen, die wollte ich nicht fressen. So. So, mach den mal kaputt. Ich komme bei dem nicht durch. Oben links am Turm, oder? Ja, bin ich zu blöd für, keine Ahnung. Der Cromwell nervt mich gerade immens. Einfach anzünden und los, komm, Kitty, mach's. So, jetzt brauche ich aber irgendjemanden mit HP, der vorfährt. Weil ich habe keine mehr. Nubia ist es nicht, Kitty ist es. Kitty fährt vor, alle anderen hinterher. Na, natürlich kommt er durch. So, Kitty rumfahren oder? Ich bin nach rechts. Nein, war Kitty. Genau. Schön. Jetzt muss ich wieder vorfahren. Oder auch nicht. Aua, Artillerie. Das tat weh. Und ich würde sagen, wir kappen durch, oder? Ich fahr zurück. Okay. Kitty, wir kappen durch. Versuchen zumindest. Ah? E25 wird halt ein Problem, ne? So, M6, ne? Schön hinstellen, dass wir dich als Deckung nehmen können. Plus Häuser. IKV rechts. Na, von rechts kommt ein T-34. Schön. Und 12 Sekunden noch. Ach Mann, ey. Schön. 3 Sekunden noch. 2, 1. Und erobert. Uff, knappes Ding. So, hoppeln wir rüber zu World of Warships.
Ei, Kapitän. So, dann erstmal für alle, die jetzt ins Bettchen gehen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freitag geht's weiter. Vielleicht morgen, aber ich bin mir da echt nicht sicher, ob wir da Zeit finden. Ansonsten, oh, guck mal, Gunmark. wir hoppeln rüber zu World Warships und vielen lieben Dank fürs Spenden, fürs Hosten, fürs Subscriben, fürs Followen, fürs Zuschauen. Jeden Tag auf YouTube immer, ne? Jeden Tag ein Video. Ansonsten schaut rüber bei Nubia, schaut mal bei Kitty City vorbei und Soleil Stream und wie sie alle heißen. Und wir sehen uns gleich wieder. 2 Minuten Pause. Bis gleich. Dankeschön.